ihr alle Bock auf Age of Empires? Yeah! Herzlich willkommen zu Age of Empires hier aus Hamburg. Höre ich dich, Florentin? Ja. Ja, hallo. Nee. Schön, dass du da bist. Wir haben heute was ganz Fantastisches für euch vorbereitet. Wieso piept's bei mir immer hier? Das ist dein Teamspeak. Ich glaube, das ist die Voice Activation, die noch an ist. Ah, das macht mich wahnsinnig. Das kommt aber nicht von den Kopfhörern. Ey Leute, ich reagiere allergisch, wenn irgendwas hier piepst. Ihr wisst, was hier los war, als dieser Feuermelder. Ja, ja. Deswegen habe ich mir gerade überlegt, ob du einfach in einen anderen Raum gehst und dich entmutest, dann hast du das Piepen nicht mehr. Leute, dann haben wir das. Wir haben heute eine fantastische Folge für euch vorbereitet. Wir haben wieder hochkarätige Gäste dabei. Oh ja. Viper ist heute wieder am Start und Jordan. Und wir haben vor, dass 2v2 große Battle. Rocket und ja. Dein Mikrofon hat Störungen. Okay. Nein, hier piepst woanders was. Das ist von jemand anderem. Das bin nicht ich. Das ist Foti gewesen. Okay, Störungen. Ihr habt doch gesagt, das kommt nicht von hier weiter. Genau, sowas gehört dazu. Marco aber hat keine Störungen. Ich habe keine Störungen, dann kann ja alles. Weißt du, und da fragt man sich mal, warum bist du manchmal so böse zu Mara? Guck mal, wie lieb die zu mir ist. Nein, egal, aber so. Genau, egal. Leute, heute herzlich willkommen. Jetzt moderieren wir mal ordentlich an. Es geht los. Wir haben heute The Viper mit am Start. Wir haben Jordan23 mit am Start. Zwei der weltbesten Spieler in diesem fantastischen Spiel, was wir wieder ausgegrabt haben. Mit euch eine gemeinsame Reise gerade tätigen. Seit über einem Jahr übrigens mittlerweile gibt es dieses Format. Glaube ich, ja, ne? Ja, doch, müsste ungefähr. Und heute ist es wieder soweit. Sie sind wieder zu Gast und wir spielen heute was ganz Besonderes und wir freuen uns alle einen Ast, denn es wird ein 2-on-2 geben. Meine Wenigkeit mit Viper, dem besten Spieler der Welt und dem besten Spieler von RBTV zusammen. Das passt ja eigentlich ganz gut. Und gegen Florentin und Jordan, die beide ihren Deutschbonus haben, beide zusammen Deutsch sprechen können und ihren coolen, die hängen ja auch immer ab und gehen zusammen ins Kino. Wir kennen uns. Aber du bist doch auch Native. Englisch ja, habe ich gerade gemerkt, als ich es gesagt habe, war dumm. Ja, stimmt. Also da sollte, glaube ich, es keine sprachlichen Barrieren geben bei euch allen. Und ich weiß halt wirklich nicht, auf wen ich mein Geld setzen soll. Weiß ich wirklich nicht. Weil ist doch ganz klar Team Diaper. Glaube ich nicht. Also ganz ehrlich, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, wie beide spielen. Florentin hat sich einige sehr, sehr spannende Strategien zurechtgelegt. Ich freue mich sehr auf dieses Match. Florentin gerade noch mal hier off-cam gesagt, wie nervös und aufgeregt er ist, aber nervös, hochmotiviert. Ich bin auch echt nervös. Ja, wirklich, wirklich. Ich bin so ein bisschen zittrig in der Stimme und so. Also, hören wir Florentin eigentlich mittlerweile? Ja, ne? Hallo 1 zu 3, ich weiß nicht. Nee, das funktioniert nicht. Das kriegen wir ja, aber gleich. Ja, aber das ist auch nicht so schlimm. Aber Florentin so zittert. Und wie gesagt, der will. Wir haben auch die Jungs bei uns im Teamspeak. Ich hoffe, sie entmuten sich dann, dass wir gleich mit denen reden können. Ansonsten muss ich dann gleich nochmal Bescheid geben, dass sie das eben genau das tun. Aber wir können, glaube ich, erstmal die technischen Kleinigkeiten hier beheben und gehen deswegen, glaube ich, erstmal ganz kurz in die Werbung, wenn das okay ist. Genau. Und dann. Wir haben es aber gleich. Es ist nur irgendwie Teamspeak-Gedöns und wir müssen das jetzt hier den einen Kanal finden und das einmal umstöpseln. Und deswegen gehen wir am besten in die Werbung, genau wie Marco schon gesagt hat. Jawohl. Bis gleich. Hallo, achso, ich moderiere an. Hey, wir haben es mehr oder weniger hinbekommen, glauben wir. Wir haben hier so ein Piepsen des Todes und wissen nicht, wo dieses geheimnisvolle Piepsen herkommt. Es ist irgendein Teamspeak-Einstellung, aber wir haben jetzt einfach den Kanal runtergefahren und wir fahren ihn jetzt hoch, würde ich sagen, liebe Regie, weil ich habe den Jungs schon gesagt, sie sollen sich unmuten und wir gucken mal, ob wir sie jetzt hören. We're telling Hello. Us that we should Hello. Ourselves. Yeah. So, but what if they're sitting there? Hey guys, doing their stuff oh, yeah, it's this one. Hey guys. Oh, it's fine. Okay, it's fine. Hello, Viper, hello, Jordan. I think we can just talk and they're. Can you hear us? Die hören uns aber nicht, wir sind in anderen. Die hören nur die Regie. Die sind im gleichen Raum wie Regie. Dann müsst ihr. Oder wir gehen in da rein. Yeah, fair enough. User joined your channel. Okay, sorry, I had to go into this channel. Okay, hey guys. Hello. Hello. What's going on? Not just ready to masterpiece these guys. Yes, yes, yes. We having some kind of. Are you getting this peeping sound from TeamSpeak? No. Do you know how to get rid of it? Because we constantly get like a deet every time somebody speaks. We don't. Viper, you're the TeamSpeak master. I don't have that now. All right. I've never had it. It seems to be gone now anyway. So anyway, guys, thanks again for participating once again in our little show. Schöne Grüße auch an dich, Jordan. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich für die Einladung.
Geil, geil, geil. And so, yeah, without further ado, I think we're pretty much going to get to the nitty-gritty right now and just go into the game. Marco's going to be... Marco's going to be commentating on our side. Yeah. So, and, we're just going to... Yes. Und für alle Zuschauer, wie gesagt, wir haben natürlich unsere glorreichen oder unsere großartigen Kommentatoren Mara und Rickon noch mit dabei und mich, ich bin auch noch mit dabei. Wer aber zum Beispiel nur Viper und Donnys Sicht sehen möchte, beziehungsweise nur Vipers Sicht, der kann natürlich auch bei Viper vorbeischauen. Wir werden auch über die Bauchbinde dann Vipers Channel nochmal verlinken. Aber es ist natürlich auch möglich, dasselbige zu tun, weil Florentin spielt ja auch mit einem sehr, sehr, sehr guten Spieler zusammen, nämlich Jordan23, einen Deutschen und vielleicht sogar den besten Deutschen. Und sein Channel verlinken wir ebenfalls über eine Bauchbinde. Also könnt ihr eigentlich drei Kanäle jetzt offen haben. Wer drei Bildschirme hat, hat er einen Jackpot. Wer nur zwei hat, ja, der kann, oder nur einen hat, der kann nur den Stream gucken. T9D ist übrigens, das hat sich jetzt auch noch dazu hingesellt. Der wird sich das Ganze auch noch mit ansehen. So, dann sind wir aber soweit bereit. Wie wählen wir denn die Sivs? In welcher Reihenfolge? Tja, das ist jetzt euch überlassen, wie ihr das machen wollt. So, what's the idea for choosing civilization? Können wir Florentin ein bisschen lauter haben? Ich höre ihn relativ leise. Danke. Well, I think we can just go whatever we want, no? Ja. Okay, so, I can choose first. You can choose first, yes. You cannot choose. Spanish is banned. No, you have a great strategy. Okay, so I'm going to surprise everybody because a lot of people are watching. I'm going to go for Spain. Oh. Microphone muted. Oh, so that's didn't see it. That one coming. Yeah. You know, yesterday he wrote me a message in private saying, Jordan, what we should play? what is your strategy? And he asked you? Yeah, he asked me and I'm like... Dude, just go Spain. Yeah, he told me it's the best civilization, so I took it. I just did what he says. So fair obvious. Enough, fair enough. Well, it makes sense, right? There might have been one or two messages my way towards Viper as well. So, yeah. I mean, I can't really complain that he's asking the big guys for some advice. But we cooked up a little plan. I am going to go with the good old Franks. Okay. Huh? The Franks. Yes. Okay. Is Viper. Your decision or was it from Viper? Me? So, yeah, that's all on me. That's all my decision. Okay. Okay. So, Jordan, what are you? Jordan, okay. Jordan's pick. Yeah. Oh, that's good for you, Viper. Oh. What should I go? Or both the same time. We could do like a countdown to three and pick Seo at the same time. That's good. Yeah, let's do so. Fair enough. Okay. So, you start counting. I start counting. Yeah. And then you say three. I say two. You know. Okay. That's a stupid idea. I do the whole thing. Okay. No. Okay. Yes. Three. Okay. Dude. I count to 3, 2, 1, and then we on go. Dude, okay. You're so arrogant. Okay. Share three, some love. No. Wait. I'm not ready. Guys. I have to make up my mind. Three. Ready? So, okay. Three. Drei. Zwei. Zwei eins. Ooh. Go. Oh my God. Okay. Malians, get some balls, man. Brits. Okay. Okay. So we're ready to start now. Malians, we said not the best civs. Yeah. What? Didn't you see that chat? Florentin is Spanish, man. Dude, Malians? Are you serious? All right. Anyway, so we got this thing on the way. I'd say we just go join our channels in private. And get this thing going. User left your channel. Oh my God, I hope... User left your channel. This will work. Well, I can't Deutsch sprechen. Genau. We need the password. Und die Regie kann da quasi das Ding dann... Florentin und Donny, ihr müsst beide Leute zu euch runterziehen. Und in die Kanäle ziehen. Nämlich, die können sich ja leider nicht... Ich würde sagen, wir sprechen auf Deutsch. Okay, Florentin hat seinen schon. Okay, habe ich jetzt gemacht. Okay, Morgen, auf geht's. Dann könnt ihr beide miteinander reden und wir müssen nur noch hoffen, dass dann alle... Okay, ich habe die jetzt reingezogen. Ich bin jetzt, rede jetzt nur noch mit Papa, ne? Ja, okay, dann brauchen wir Donny nicht mehr im Studio. Alles klar, danke. Sehr gut. Was macht er denn mit Malia? Ja, okay, also wir haben das höchstens, was wir, eine Kleinigkeit, die wir jetzt gerade haben, ist eine Leitungswarnung, die von der HD-Version kommt, dass es ein kleines NAT-Problem geben könnte, was wir natürlich hoffen, dass es nicht passiert. Das ist eher... Random. So, hoffentlich aber geht alles. So, T90 muss noch ready machen, Donny muss noch ready machen. Drücken wir das gute alte 14. Ja, das letzte Mal habe ich gewonnen, aber es geht immer so ein bisschen hin und her. Also ich würde sagen, wir sind ungefähr gleich gut mittlerweile. Ich weiß, man kann immer ein bisschen jetzt schön mithören, wie die beiden jetzt miteinander reden. Absolut. Und Florentin, wie ihr jetzt gerade noch erwähnt, danke dir.
gerade noch erwähnt. Ja, ein bisschen schon, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich gerusht werde und so. Da wird dann quasi so ein bisschen. Der Letzte, der noch reinklicken muss, ist Donny. Donny. So, was glaubst du denn? Haben wir auch noch gar nicht gefragt. Mara. Wer gewinnt? Ich glaube, ich bin. Oh, das ist wirklich schwierig, ne? Hast du einen Favoriten? Also wenn du bist unentschieden, ne? Ich bin echt ein bisschen getrennt, weil ich schätze Florentin wirklich, im Gegensatz zu seiner eigenen Meinung, leicht stärker ein als Donny. Auch wenn er natürlich heute mit den Spaniern wieder etwas sehr Durchschaubares spielt. Donny, wie gesagt, muss noch reinklicken. Jetzt macht er's. Und wir können starten. Finally! Aber es geht ja alles immer voran. Also wie gesagt, ihr könnt unserem Stream zuschauen, wo Mara und ich kommentieren werden. Beim Viper könnt ihr die Sicht von Donny und ihm selbst sehen. Und dann natürlich Florentin und Jordan. Machen wir den Gefechtsnebel aus, weil das mag Mara am liebsten. Und wir haben jetzt hier Donny und Viper. So, den großen Viper auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Jordan und Florentin. Und jetzt sehen wir schon mal etwas, was ich mir gewünscht habe. Nämlich, Florentin hat, hat Donny gegenüber und Viper hat Jordan gegenüber. Natürlich ist der Weg zu Florentin oder zu Donny für Jordan quer durch die Mitte, genauso wie für Viper der Weg zu Florentin auch sehr lang ist. Also wir sehen eher, meiner Ansicht nach, wie in 2 gegen 2 eben abläuft, 2 1-gegen-1 Situationen. Genau, das wäre ja normal. Ja. Aber ich kann mir auch bei Viper vorstellen, dass er überall wieder hingeht, ne? Das ist aber auch auf jeden Fall möglich. Aber so wie Viper irgendwo unterwegs ist und jemanden unterstützt könnte, wenn Jordan das alleine durchzieht, Viper, glaube ich, sehr, sehr, sehr großen Schaden zufügen. Mhm. Weil ich sehe beide auf einem ähnlichen Niveau. Klar sagt man, Viper hier zu sehen ist der Beste der Welt. Aber ich habe auch schon mehrere Turnierspiele zwischen Viper und Jordan gesehen, wo Jordan am Ende sogar gewonnen hat. Also das Best of... Best of 21. Ah, okay. Und da hat dann Jordan am Ende das allerletzte Spiel, mit dem allerletzten Spiel die ganze Session für sich entscheiden können. Also das ist er wirklich ausgeglichen. Aber erst das letzte Spiel hat entschieden? Genau, erst das letzte Spiel hat entschieden. Es stand 10-10. Okay. Und dann, ja. Oh, das ist wirklich spannend. Wir sehen ich könnte jetzt auch nicht auf den ersten Blick sagen. Aber wir sehen schon mal hier etwas, was ich jetzt, sorry, dass ich unterbreche. Ja, so. Aber wir haben jetzt Lumbercamp bei Jordan schon fertig. Bei Viper ist es jetzt erst im Auftrag. Aber Jordan hat auch nur 5 Dorfbewohner auf dem Schaf. Aber ach, geht mit dem 6. den Bohr holen. Also Jordan kommt mir jetzt gerade ein bisschen schneller vor als Viper. Gucken wir mal, was unsere Recken machen. Ja, das. Wer muss sich jetzt nicht verstecken vor diesen Weltklasse-Spielern? Also der Start sieht ganz gut aus. Und jetzt ist halt das Spannendste, weil ich habe ja auch ein kleines Vorgespräch mit Donny gehabt, ein kleines Vorgespräch mit Florentin gehabt. Und ich weiß ja, was Florentin machen möchte. Der will wallen, der will sich einwallen und dann auf Conquistatore gehen. Und diese Map, ja, die ist wallbar. Der klassische Florentin-Move. Aber diese Map ist wirklich wallbar. Wenn ich mir das hier so ansehe, ist das wirklich alles ganz gut. So, aber das muss natürlich und da muss ich halt natürlich sagen, da ist natürlich auch ein warte mal, da habe ich gerade einen WTF-Man. Oh! Guck mal. Da haben wir schon mal weiters. Kein Ingame-Sound. Sagt der Chat. Kein Ingame-Sound. Oh oh, da muss unser Krogmeister noch etwas rödeln, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin, dass wir den Ingame-Sound haben. Ansonsten bin ich immer offen für Vorschläge. Now I'm mad. Why you talk, mate? Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Scout von Viper hier verloren und das hat. Jordan, gut gemacht. Aber das, ich hab das Gefühl, wir haben noch irgendwas anderes verpasst, aber es sieht alles sonst normal aus. Sehen wir natürlich dann aber im Rack oder vielleicht bei T90, der das auch kommentiert. Aber hier haben wir noch 2 Schäflein, die Jordan noch nicht geholt hat. Ich glaube, Viper hat auch noch 2 hier. So, auf jeden Fall Donny, wie gesagt. Also ich muss wirklich sagen, wie gesagt, das Einzige, was jetzt alles ein bisschen, ist alles ein bisschen langsamer, weil die Jungs haben ja schon die Boars bei sich geholt, also die Profis. Währenddessen der erste Boar erst bei Donny jetzt gerade ins Lager kommt, weil Florentin liegt da, aber die Mill ist dann auch ein bisschen später. Also es ist alles etwas später, wenn man sich das hier ansieht, wie weit die Profis schon sind. Und da ist der zweite Boar schon. Und das ist natürlich, das ist natürlich etwas langsamer, aber wie gesagt, wir reden hier von Weltklasse-Spielern.
Wie sieht es von den Locations aus? Wer hat es da gut getroffen? Ja, also wie gesagt... Das liegt jetzt ein bisschen im Tal, ne? Blau ist... Das ist Viper. Viper. Genau, Viper. Aber ich glaube, beim Viper, der... Du siehst halt, diese Map ist schwieriger zu rollen als die von Florentin zum Beispiel. Aber Viper wallt eigentlich nie. Das ist, können wir schon mal festhalten. So bei Jordan sieht das Ganze... Ja, auf jeden Fall kann er hinten raus gut wallen und vorne könnte er es dann mit Gebäuden schließen. Und das kann man auch als gute Map bezeichnen. Von den Spots her, Gold hier hinter ihm, sehr gut. Stein etwas vorne, ein weiterer Goldspot hier vorne. Und Stein ist auch optimal, das kannst du hier nämlich auch abwallen. Also die Map von... Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was ausmachen. Moment, können wir ganz kurz auf mich schalten? Ich muss mal ganz kurz den Sound im Hintergrund ausmachen. sonst kriegen wir ein paar Probleme. Das war wegen Tontest. Aber wir haben anscheinend jetzt Ton. Ich guck mal kurz, haben wir die Lautsprecher hier? Ups. Ja, also Ton ist auf jeden Fall auf den Kopfhörern. Und genau, kämpft mal Danke, lese ich gerade im Chat. Also wir werden gleich einen Kampf sehen, weil was ich auch vermute, ist genau das, was jetzt gerade Viper macht. Ein Drush. Auf Jordan natürlich. Also Jordan ist sein Gegenüber. Und Jordan hat keine Kaserne, ist also noch nicht so vorbereitet auf den Drush. Wir sehen, was genau Florentin macht, was ich angesprochen habe. Ja, er murmelt sich hier ein, ist auch hinter dem Scout von Donny her. Und das sollte er lassen, weil das ist ein fränkischer Scout. Und der hat 54 Lebenspunkte gegen 45. Oh je. Würde ich lassen. So, jetzt kommt aber hier die erste Attacke des weltbesten Spielers von The Viper. Ein Drush. Ein Mini-Drush, weil es fehlt sein Scout. Und ja, wenn wir uns das mal ansehen, 40 Lebenspunkte hat er, 4 Attack, 0 Rüstung gegen Nahkampf, 1 gegen Fernkampf. Und damit kann es ein Dorfbewohner auch aufnehmen. Mhm. Also, das ist nichts, wovor man sich jetzt mega fürchten sollte. Ja, was macht er? Die würde ich, also er wird anscheinend die hier angreifen, genau. Und ja, er zieht sie ab, wallt sich jetzt ein. Ist die sicherste Variante, weil im Grunde möchtest du ja eigentlich gar nicht, dass Dorfbewohner jetzt groß kämpfen, weil die sollen ja arbeiten. Und ja, guck mal, wie schnell das hier gelöst ist. Zack, 2, 3 Walls. Den Dorfbewohner wieder zurück an die Arbeit schicken und fertig ist es. So. Ja, wenn man schnell reagiert, dann ist ein Drush gar nicht so... Ja, das ist halt wirklich so. Also das Ding ist halt, es kann nerven und er läuft überall rum. Du weißt, er ist überall... genau, 2 Idle Villager. Für alle, die jetzt auch heute gedacht haben oder gehofft haben, dass wir wieder Wubli spielen, ich möchte gerne erstmal Wubli final fixen. Also so... darstellen lassen, dass es halt auch wirklich ansehbar ist. Letztes Mal gab es ein paar Probleme mit dem Fog of War. Und ja, das sollte erst behoben werden, finde ich, bevor wir das wieder live schalten. So, wie gesagt, der Drush verpufft im Nichts. Er hat aber, Jordan hat immer noch einen untätigen Dorfbewohner. Sowas kann halt wirklich auch den Unterschied machen. Kommt die Holzfällerin da gar nicht so ans Holz rein? Stimmt, du hast recht, das war hier ein Teil, ja, wo sie drauf war. Ja, gut, hat aber korrigiert. Mhm. Und hier, Waller hier, wird halt gleich Jordan schon wieder von Viper gedisst. Und das machen sie ja oft unter sich. Die großen Spieler, die verstehen sich ja auch alle prima, sind ja auch alle gut miteinander befreundet. Ja. Und ja, währenddessen sehen wir, bei Florentin geht der Wall weiter hoch. Nicht der optimale Spot, kann man besser scouten das nächste Mal. Und ja, aber trotzdem, er schafft das, was er sich vorgenommen hat, nämlich sich komplett einzuwallen. Muss natürlich aufpassen, dass wenn zum Beispiel Archer kommen oder ähnliches und Donny ist mit einem Speer gerade da und weiß, dass Florentin jetzt schon auf Stein ist, ja, dann hat Florentin ein Problem, weil der muss überall dann nachwallen bzw. nachbessern, wenn ein paar Archer den Scout. Wo ist der andere Steinspot von ihm? Hier, außen. Außen, okay. Also er hat nur diese eine Chance. Wenn er die nicht hinkriegt, wird es schwierig. Ich finde diesen Wall hier ganz gut. Ja. Sicher. So, und jetzt sehen wir bei Jordan erstmal, weil hier jetzt gerade ein bisschen Action ist. Bleiben wir mal kurz hier. Genau, Schießanlagen. Als Brite sollte jetzt nichts sein, was. Ja? Oh, Entschuldigung. Mach. Alles klar, mach ich. Ah, das ist Jordans Küche. Ach, guck hier doch mal. Na gut, okay, dann reden wir ein bisschen leiser. Also schreien nicht mehr so darum, weil wir sonst zu hören sind über das Mikrofon von Florentin und dann Jordan uns natürlich hört. Und im Worst Case hört uns natürlich auch noch Donny und beziehungsweise Florentin selbst. Aber deswegen machen wir ein bisschen leiser. Aber ein bisschen leiser. Das ausgestrahlt. Ja, 23 Uhr. Dann machen wir ASMR. Nächstes Mal machen wir auch so ein ASMR-Mikro.
Aber wir können natürlich ein bisschen können wir normal reden, aber nicht so laut. Wir sind auf jeden Fall die Bogenschützen von Viper. Das ist jetzt aber natürlich eine Information, selbst wenn das Jordan hört. Ja, das hat er ja schon lange gesehen. So, Florentin hat hier immer noch den Scout von Donny in der Basis. Und Donny selbst geht auch auf Stein. So, aber was das werden soll, das kann er mir nur selbst sagen, weil ich muss dazu sagen, wir haben, also Donny hat, obwohl, fränkische Axtwerfer wurden ja gebufft. Also sie sind stärker geworden. Ja. Sie sind jetzt nicht mehr so useless wie früher. Also sie waren damals wirklich useless, aber das sieht nach einem Tower Rush aus. Also das Ding ist, das ist halt auch, wenn ich... Wenn er ihm da das Stein verbaut, dann wird es schon wieder... Ja, aber das habe ich ja auch, das habe ich auch zum Beispiel Florentin als Tipp mitgegeben. Wenn du das siehst und Donny das halt wirklich macht... Okay, sieht er auch. Er sieht es auch. Oh, das ist natürlich... Das ist schlecht für Donny. Wie Viper das sagen würde, that's a pickle. Aber wir schauen mal hier, guck dir das mal an. Also das hier ist Action. Also, guck mal, das ist halt der Unterschied beim Profi-Game. Bei uns meckern die manchmal, meckert die. Also kann man natürlich sagen, oh Gott, wann passiert denn endlich mal was? Und hier unten ist mega, da ist Action. Aber was ist da oben? Die Dorfbewohner sind noch unterwegs? Ja, und da kommt noch Rickon. Und Scouts, also hier ist... Also Scouts finde ich als Entscheidung eigentlich schon mal sehr gut, weil wie gesagt, du hast als Franke natürlich noch mehr Lebenspunkte. Und wie gesagt, der Wolf ist natürlich etwas... Ja, da steht der Tor. So, und das Ding ist halt, wie gesagt, wenn er das sieht und das... Ja, und da müssen wir mal reingucken. Wir hören nämlich von Florentin, dass er gleich hochklicken könnte. Ja, mit einem Gleich ist er aber auch noch mit einem guten Gleich, weil ihm fehlen noch 200 Nahrung. Und jetzt muss er natürlich, schau mal. Ja, aber er sieht das nicht, guck mal. Ganz knapp. Aber, ei, also das ist natürlich jetzt, ja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, nee, das müsst ihr wissen. Also wenn er mit Dorfbewohnern vorwärts geht, kann man das. Und jetzt müsst ihr sehen. Jetzt sieht das. Ja, genau. Und jetzt hat er. Aber das Problem ist natürlich dieser Scout mit drei anderen Scouts. Dann kommt Florentin. Also Florentin sehe ich hier schon relativ im Arsch. Ja, weil das Ding ist halt, das habe ich ihm auch gesagt. Also das Problem ist natürlich bei seiner Strategie, sie ist durchschaubar. Aber na gut, er hat genug. Wenn die Dorfbewohner jetzt das ablegen, ja. Also eigentlich reicht das. Ansonsten könnte er sich auch noch machen. Ja, macht er auch. Das Problem ist natürlich er ist jetzt auf dem Weg in die Ritterzeit. Ich würde das jetzt zum Beispiel hier abholen. Er macht es ein bisschen kleiner, das ist auch legitim. Ein Häuschen bauen wäre noch schön. Würdest du jetzt quasi mit den Dorfbewohnern reingehen und noch mehr Türme hin? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde den Stein... Schön durchgehen? Genau, ich würde jetzt zum Beispiel erstmal den Steinspot hier sichern, dass ich mir sicher bin, dass kein Stein mehr abgebaut wird. Oder natürlich erstmal hier scouten. Er weiß ja, wo die Spots sind und dann halt eingreifen. Wir schauen mal kurz bei den Profis rein. Ja, da wehrt gerade Jordan eigentlich sehr gut den Rush von Viper ab. Wir sehen von den Upgrades her, ist Jordan einen kleinen Tick dahinter. Mhm. Machen wir mal Gefechtsnebel wieder aus, weil du das magst. Ja. Und hier kommt der nächste Turm. Wie ich gesagt habe, direkt am Stein. So sichert will sich jetzt... Was macht er denn da mit den Palisaden? Er will den Turm absichern, dass keine... Gut, also im Endeffekt, den Tower finde ich gar nicht mal so gut. Muss ich wirklich sagen, weil der Tower macht gar nichts, gar nicht mal so viel, was ihm jetzt schaden würde bei seiner Strategie, dass er hier noch einen Scout gebaut hat, ist jetzt auch nicht mega clever. Aber das Ding ist, im Endeffekt will Florentin nur eins und wenn er das schafft, dann wird Florentin auch richtig gefährlich und das sind Kongs. So, währenddessen bei den Profis hier unten. Kannst du gerade mal auf Donny gehen, ganz schnell? Ja. Hier unten? Wo unten? Auswählen? Achso, ja. Kann ich machen. Ja. Oh ja, ist auch gut mit der Wirtschaft. Kann auf jeden Fall hochklicken. Ja. So, und das Ding ist, das tut jetzt weh. Das ist richtig nervig, auch wenn du, das hat doch so irgendwie so einen psychologischen Druck, wenn du merkst, okay, da kommt jetzt ein Turm nach dem anderen ja, in deinem Lager. Das Ding ist halt, im Endeffekt siehst du ja hier Folgendes. Guck mal, der Turm sichert dich ja schon mal so gut ab. Also da passiert nichts. Deswegen meinte ich ja aber auch, dass er hier wallen kann, dann kommt er da nicht weiter. Und so wie er hier rankommt, ja, und da ist er schon dran. Ist dieser Dorfbewohner draußen oder drin? Der ist draußen, ne? Oh, jetzt leckt's. Oh Gott, ich habe immer Angst, dass da irgendjemand droppt. So, jetzt kommen hier Ritter. Ah nee, Donny leckt. Warum auch immer. Donny spielt doch gar nicht von zu Hause. Oh, und hier kommt Viper. Aber Jordan ist hinterher. Jordan geht hinterher, aber Jordan verbaselt hier ein bisschen was. Jordan microt nämlich hier gerade gegen einen Wolf und ein paar Skirmisher. So. Okay, ich habe jetzt sein Zeug. Jetzt geht Viper nämlich zu. Wie viele Punkte? Ich habe Viper Archer in meiner Base. So, und das Ding muss hoch. Wenn das Ding hochgeht. Nee, nicht ganz so viel. Es geht das schon. Ist super.
Das ist super. Ich baue gerade meine Burg. Ja, geht da hoch. Aber das, guck mal, das kann ihn jetzt richtig nerven. Nämlich, das ist halt, guck mal, Bogenschützen von Viper jetzt noch bei ihm. Die müssten jetzt rausrennen. Also da will ich hier das löschen und versuchen rauszugehen oder mit dem Knight zumindest die Bogenschützen klären. Ja. Gut ist halt wirklich, dass die Burg hochgeht. Das ist das eigentlich, was, wie gesagt, Viper wahrscheinlich auch Donnie mit auf den Weg gegeben hat. Lass den Typen nicht an Kongs rankommen. Wenn Kongs kommen, wird's schwer. Ja, die Burg geht da hoch, da kannst du nichts mehr machen. So, aber so, hier ist natürlich auch noch ein bisschen... Weiter, die Bogenschützen. Ja, vor allem Uphill gegen Jordan, dem noch ein Upgrade fehlt. Aber es sind natürlich auch britische. Ne? Mhm. Britische Bogenschützen sind natürlich ein bisschen schneller erschaffen oder günstiger. Oh Gott, ich bin so schlecht, was das angeht. Egal, auf jeden Fall sehen wir hier den nächsten Turm und der muss verhindert werden. Hey, Florentin, weil das, guck mal, das Ding ist weg. Und so wie das hier ab, so wie die Einheiten tot sind, ja, ich glaube, das schafft er. Ja, gut gemacht, Florentin. Also, nicht, dass ich ihm das jetzt laut sage, aber ja, lass es gern. Der Wall kommt zu spät. Und das ist die einzige Einheit, die jetzt hier Schaden macht, ist jetzt tot. So, jetzt ist Donnie auch Ritterzeit und Donnie hat jetzt ja, den Turm auch abgerissen. Donnie ist sein Tower Rush. Die können schön in Ruhe dann den Turm abreißen, weil er genau. Kein Mörderlöcher hat. Ne? Genau, Mörderlöcher fehlen. Nicht haben. Genau. So, und das Problem ist... War das doch gar nicht so. So, jetzt gucken wir aber mal rein. Also das Ding ist abgewehrt. Er will unbedingt diesen Turm loswerden. Ja. Und jetzt kommen die Kongs, genau. So, Donnie hingegen, als Franke, ja, musst du auf Ritter gehen eigentlich, ne? Nämlich die Kombination. Wirtschaft ist auch noch ein bisschen. Also, er hat sich jetzt sehr auf die Türme konzentriert. Pop 28 ist sehr wenig. Sehr wenig. Aber wie gesagt, er baut zwei Dorfzentren nach. Jetzt ein bisschen auf Holz wieder gehen. Er hat nur ein Lumbercamp, was jetzt gerade in der Phase ein bisschen wenig ist. Also, man sieht auch bei der Holzproduktion, da fehlt es gerade. Villager werden nachgebaut. Aber er ist trotzdem Pop 29. Alles mal ein bisschen wenig. Und Florentin kommt an seine Kongs. So, gucken wir mal direkt bei Jordan jetzt mal rein. Jordan auf dem Weg in die Ritterzeit hat natürlich jetzt aber seine liebe Not gegen Viper, der jetzt hier... Der hat sich richtig committed auf Bogenschützen. Ja, aber das ist, wie gesagt, also... Das, was ihm sein großer Vorteil ist, was Vipers Vorteil ist, er konnte Jordan zumindest ein Delay setzen, weil Jordan muss auf Plänkler gehen und Plänkler kosten Nahrung und Holz und Bogenschützen kosten ja einfach nur Gold und ein bisschen Holz und Nahrung willst du eigentlich sparen, um schnell in die Ritterzeit zu kommen, also konnte er, genau, dachte ich mir schon, konnte er Jordan delayen und ist selbst jetzt als erster in der Ritterzeit. So, währenddessen, ja, gucke, da kommen sie, die bösen Kongs. Wird wahrscheinlich jetzt direkt zu Donnie reiten, oder? Ja, also ich werde mich jetzt auch darauf verlassen, dass Jordan das irgendwie hinkriegt. Jordans Spot hier ist natürlich mehr als scheiße, weil, ja, kennst gegen Uphill. High Ground. Ja, High Ground und hier hast du deinen eigenen High Ground und da lässt sich aber auch Viper nicht lumpen und lässt sich nicht da reinziehen. Aber guck dir mal diesen Wall an hier zum Beispiel, ne? Wo immer gesagt wird, ja, wall dich komplett ab, was ja auch Florentin wollte. Guck mal, das reicht doch, ne? Du hast hier zwei Spots, außer hier vielleicht, das könnte man noch zumachen, aber zwei Spots. Das ist Ritterzeit. Ja, Ritterzeit und jetzt gucken wir, was passiert denn hier? Oh, was macht er? Ist das eine Völkerwanderung? Auf nach Helmsklamm. Ja, und hier oben, ja, hier stehen jetzt so. Plänkler, guck mal, hier kommt Plänkler von Viper, die ihm helfen sollen gegen diese, das finde ich ja super. Aber was ist das? Was wird das? Ich weiß nicht, was da passiert. Also, ich weiß nicht, was das wird. Also da bin ich gespannt, da bleiben wir am Ball. Hier, das natürlich ist etwas nervig. Das sind, guck mal, das sind zwei Bogenschützen, die hier am Holz stehen, aber die gesamte Holzproduktion lahmlegen können. Währenddessen hier oben, oh, Alter, ja, hier sehen wir die Makrokünste eines Profis. So, der zum Beispiel ist nur dafür da, die Schüsse auf sich zu ziehen. Und das sind die Nächsten, die das machen sollen. Währenddessen die hier hinten alle schießen. Das ist Micro at its best. Apropos Micro, wie machen sich die Kongs? Ja. Da sind sie jetzt wieder gleich durch. Ja. Währenddessen sehen wir hier, ach, gucke, ja, Jordaru geht halt etwas weiter weg von Viper und von Donnie. Und Viper weiß nicht, wo das nächste Towncenter kommt, also geht ein bisschen näher zu Captain Calzone, namentlich auch Florentin genannt. Und Florentin hat jetzt punktetechnisch Jordan überholt. Na gut, bei Jordan ist aber auch sehr viel schon gestorben. Das einzige Problem ist natürlich, guck mal, jetzt kommt das Kloster von Donnie. Gehen wir mal in Donnies Wirtschaft. Ja, oh Gott, Pop 37, besser als Pop 0. Ja, das kann man so sagen. Das ist korrekt. Ja, im Endeffekt natürlich müssen wir darauf achten, dass halt, wie gesagt, also müssen beide darauf achten, dass sie sich gut unterstützen. Im Endeffekt ist es jetzt nicht so dramatisch, dass Donnie Schaden zugefügt wird. Es müsste eigentlich, ja, der Schaden müsste bei Viper passieren, aber Viper weiß einfach, was er machen muss. Hat halt volle Upgrades auf seinen Bogenschützen und kämpft jetzt gegen, ja, diese vier, ja,
Gott. Hat auch, glaube ich, Ballistik drauf. Ja, na, Ballistik gut, ist drauf. Das tut weh. Das tut weh. Und das ist natürlich der Nachteil an, an solchen. Oh je, okay, ich glaube, Jordan hat langsam, langsam die Faxendicke und geht ganz woanders hin. Ja, im Endeffekt ist das jetzt aber auch hier schon passé. Und ja, Viper rennt, was Punkte angeht. Dorni, wie gesagt, wirtschaftlich hinterher, deswegen konnte er leider nichts machen. Jetzt kommen aber hier ein paar Knights. Offensiv-Upgrades zuerst machen würde ich nicht empfehlen. Würde immer erst sagen, hier, erst die Defensiv-Upgrades, dann die Offensiv-Upgrades. Und die vier Kongs, die werden leider nicht so viel ausrichten können. Was Jordan Rue fehlt, ist eine Waffenschmiede und eine Mangel. Nelly ist auch wieder im Chat. Natürlich, hallo Nelly. Wie gesagt, Hinein, die ist auch noch mit in den Zuschauern drin. Und ich kann immer nur wieder empfehlen, wer unbedingt die Sicht von... Das sieht jetzt da richtig schlecht aus in der Base von Jordan. Ne? Ja, aber Jordan natürlich auch, wie gesagt, das macht einen guten Spieler aus. Der kümmert sich nicht nur um die Verteidigung, sondern will auch selbst mit angreifen. Und wenn er hier hinkommt, ich glaube, das kriegt er hin. Da rennt Viper schon weg. Ja. So, und wie gesagt, hier haben wir jetzt... Guck mal, das ist auch einfach Teamplay von Viper. Ja, stellt sich bei Donny einfach hin mit ein paar Skirmishern, mit ein paar Bogenschützen und wartet dann auf die Kongs, die jetzt kommen. Mhm. So, und hier, genau das passiert. Hat auch hier oben schön Highground. Ja, aber das, guck mal, jetzt geht... Sucht er. The hunt is on. So, wo versteckt sich Jordan? So, und das muss natürlich jetzt Viper schnell finden. Im Endeffekt natürlich aber auch wichtig für Florentin, dass er gar nicht so viel Stress auf Donny macht. Das sehe ich nämlich auch nicht, sondern einfach mit seinen Kongs immer wieder auch bei Viper stört. Das wäre jetzt wichtig, weil Viper ist jetzt mehr oder minder ungestört. Mhm. Und findet Jordan. Nein. Und findet Jordan. Eieiei. Ja, das ist natürlich etwas, also wir müssen jetzt mal drauf achten, wie kann sich Jordan regenerieren und... Ist Donny bei Florentin irgendwo drin? Nee, der hat hier noch eine Palisade. Okay. Also das reicht. Offensiv-Palisaden. Ja. Kann man auch mal Sachen mit blocken. Aber es sind leider zu wenige Kongs auf der Map. Also erwarte ich eigentlich von unserem Captain Calzone langsam ein bisschen mehr. Auch goldtechnisch ist er gut ausgerüstet. Es müsste eigentlich eine neue Burg hin, so schnell es geht. Und ja, hier oben hat er auf jeden Fall die Knights von Donny weggefrühstückt. Mhm. So, und ja, genau, wird schon gepinkt. Macht Jordan natürlich gut, einfach zu sagen, hier, pass auf, da kommt jetzt gerade mega der Bullshit gleich auf dich zu. Währenddessen aber, wie gesagt, hat Viper leider alle Zeit der Welt, um Stress zu machen. Was ist das? Ja, das sollte wahrscheinlich eine Offensivburg sein. Gucken wir mal bei Donny rein. Ja. Geht hier mit Dorfbewohnern vor. Und das ist natürlich etwas, was natürlich Florentin gar nicht gefällt. Das ist aber auch etwas, was, wo er zu durchschaubar ist. Also da fehlen, wenn du jetzt hier noch zwei, drei Knights hindurch... Oh, das ist, ja. Ja, und das sieht sehr gut aus für Team Donny, Viper oder Team Diaper. Und, da ist jetzt die Burg. Und gucken wir mal, also ja, da sind die Knights, die er hätte eben gebraucht und ich glaube nicht, dass das was bringt und das, weiß ich auch nicht, was das wird. Ja, er versucht zumindest zu Micron. Ja. Ja, schwierig. Jetzt kommt die Manga von Jordan. Ja, aber das Ding ist halt, die kriegen wir auch, oder? Es ist wichtig, es ist immer wichtig, Einheiten nicht zu verschenken. Das mache ich auch mal sehr, sehr gern. Also Einheiten einfach irgendwo... Er schickt doch immer mit ihm ein bisschen reparieren, ja, genau, aber natürlich aber bei so vielen. Die werden natürlich weggesniped. Also wie gesagt, wir reden Viper, hier... Micro, genau, wir reden hier von Viper, der natürlich auch gegen Mangel, mit dem paar Einheiten gegen den Mangel super kämpfen kann. Und hier kommt jetzt die große Masse der Konquistatoren, die natürlich eins wollen. Die schaltet. Die wollen nur den Dorfbewohner, die haben die Dorfbewohner aus. So, und jetzt rein da. Ja, jetzt könnte er, ja. Oh, jetzt könnten sie gewinnen. Also den Fight können sie gewinnen. Es bleibt weiter spannend. Währenddessen sind hier oben schon sehr viele Einheiten wieder gestorben von Jordan. Das waren die Jordan-Bogenschützen, die oben ihr Leben lassen mussten. Oh, das dafür, dass hier etwas gemicrot wird. Und ja, der Angriff wurde abgewehrt. Ich denke auch, wie gesagt, das Problem bei Donny ist halt einfach immer seine Wirtschaft. Wir haben jetzt Pop 49 bei ihm, gucken wir mal bei Florentin rein, Pop 74 und ja, jetzt sehen wir das, was ich auch immer wieder gerne mache, weil das einfach sicherer ist, einfach die Burg abholen. Und schön das abholen, hier wird nichts zu Ende gebaut. So nämlich, so. Und dann passiert auch erstmal nichts. Dann müssen die da durch und fertig. So, währenddessen Jordan sich wieder regeneriert und es weitermacht. Oh, spannend. Bleibt es einfach weiter spannend, die Burg wird abgerissen, perfekt. Da kann halt Jordan aufhören zu bauen. So, und wir schauen mal. Martin, geht es auch mit vielen Dorfbewohnern los? Ja? Hast du das gesehen, weit unten? Hier? Wo ist er denn? Nein. Da. Hier? Da. Okay, schauen wir mal, was er macht. Also er hat läuft auf jeden Fall... leider da direkt
Ja, er läuft genau in die... genau in die ja, und das ist halt, wie gesagt, wenn du nur Kongs baust, dann ist das die perfekte Kombination dagegen. Und ja, da braucht er die Unterstützung von Mangen. Und ich weiß nicht, warum er da nicht aufpasst. Also das ist etwas, wo ich eigentlich... Ja, und da kommen die Nächsten. Wo man eigentlich immer aufpassen sollte, was man wo seinen Dorfbewohner hinschickt. Und wenn jetzt hier einfach 5, 6, 7, 8... schickt immer mehr raus. Ja, aber hier währenddessen Minecraft eher. Ja, das ist natürlich gut. Aber natürlich muss man da aufpassen, dass man selbst nicht so viele verliert, wenn man vorne killt. Und da kommen die Monks. Und er hat natürlich sehr schön auch die TCs gebaut. Ne? Ja, Seiten also die von den TCs. Von den TCs ist gut, aber hat hier natürlich jetzt 2 Monks verloren. Aber konnte auch dementsprechend 2... Kongs meinst du? Kongs. Er hat mit zwei Monks verloren und 2 Kongs bekehrt. Kongs für Monks. Nicht schlecht. Den lasse ich dir. So, währenddessen, wie gesagt. Jordan hat das eigentlich, guck mal, wie clever das eigentlich ist, einfach hier nach oben zu gehen und hat einfach so mehr Zeit gehabt, sich zu regenerieren. Und ich glaube, langsam wird das interessant. Trotzdem, Viper. Schauen wir mal bei Viper. Kein Overlay heute, Fragen. Nein, leider nicht, wie gesagt. Also nächstes Mal wahrscheinlich wieder gerne. Das ist Steam. Das ist heute die Steam-Version, weil, wie gesagt, ich möchte erst die Grafikprobleme lösen, die es beim letzten Mal gab, bevor ich dann nochmal auf Woobly wechsle. Ich mag Woobly auch, wie gesagt, sehr gerne. Ich mag das Overlay sehr gerne. Aber jetzt heute nicht. Nächstes Mal vielleicht wieder. Aber wir schauen mal wieder ins Spiel und wir sehen Folgendes. Wir sehen Viper, der auf dem Weg in die Imperialzeit ist. Jordan will weit davon entfernt. Eigentlich müsste er jetzt auf Florentin setzen, der aber auch noch weit davon entfernt ist. Ja, und Donny macht sich langsam, aber seine Wirtschaft ist trotzdem... Also, es sind zu wenige Dorfbewohner. So, und Viper baut jetzt hier... Ja, es wird Zuchtauswahl entwickelt. Und baut jetzt sehr viele Ställe. So, und womit rechnet man dann, wenn du so viele Ställe siehst? Was glaubst du? Ritter. Ja. Kavallerie. Genau. Bingo. Wir sehen, bei den Malian gibt es keinerlei Vorteile für Kavallerie. Doch, Kavallerie, doch. Wollte gerade sagen, doch. Farimba. Plus 5 Angriffsstärke für Kavallerie. Ja, das ist dann GG. Wenn die kommen, da wächst kein Gras mehr. Da können auch hier 20 Kongs stehen. Ja, das reicht Moment nicht. Im Moment sieht es eher schlecht aus für Jordan und Ja, sehr schlecht sogar, wirklich. Also, und hier sehen wir auch die Burg. Und Jordan verliert einen weiteren Goldspot, an den er nicht mehr rankommen wird in diesem Spiel. Währenddessen aber, wie gesagt, es ist eine kritische Menge von Kongs wurde erreicht. Wie ihr seht, der Schaden wird ausgeteilt und jetzt sehen sie, er ist in der Imperialzeit. Jordan und Verwirkt, aber schau dir mal die Punkte an. Jordan, auch wenn, wie gesagt, er ordentlich Schaden abbekommen hat, punktetechnisch ist Florentin nicht so weit weg. Finde ich gut, dass er sich hält, aber er muss natürlich auch aufpassen auf diese kleinen Angriffe, die sehr wehtun. Und 2 Kongs, die fallen gegen das Ding sehr locker. Also es wird langsam GG. Also ich weiß auch nicht, dass die Idee von Florentin ist, hier Donny anzugreifen. Mhm. Weil, glaube ich, nie. Ja. Viper angegriffen, oder? Genau, das ist halt das Problem. Und Jordan kann hier nichts mehr machen. Jordan sieht jetzt kommen die Knights von Jordan, von Viper. Und ja, ihm sind die Hände gebunden. Und Viper weiß ja auch, wo sich Jordan befindet. Mhm. In der Schmiede werden natürlich auch die Upgrades gemacht. Es wird Chevalier entwickelt. Und in den Burgen noch gar nichts. Aber, ja, Jordan weiß das auch natürlich, was er jetzt vielleicht noch dagegen machen könnte. Was der letzte Atemzug sein könnte, ist vielleicht noch ein Mönch, aber der reicht. Er kann auch eine Einheit bekehren. Aber leider ist es die Einheit, die kurz vor der Entwicklung der Defensiv-Upgrades durchging. Und ja, jetzt sind hier die Chevaliere in der Base. Ja, aber bei Donny Schaden machen, lieber Flo und ihn, das reicht leider nicht. Also, das ist etwas zu wenig. Weil hier jetzt, wie gesagt, bei Jordan in der Base ist Viper unterwegs und Viper macht jetzt bei Jordan so viel Druck, dass das ein wirtschaftliches Desaster ist. Ständig einquartieren. Ja, also das ist, guck mal, das ist die gesamte Wirtschaft und auch hier wieder in seiner Hauptbasis. Er wird jetzt versuchen, noch mit den Kasernen zu arbeiten, aber leider, ist das nichts. Und Florentin muss auf seine Knights, Konquistatoren aufpassen. Und jetzt kommen auch noch Kamele dazu. Also Viper gewinnt das Spiel hier auch gegen 2. Also Donny hat am Anfang ordentlich Stress gemacht. Das hat natürlich Florentin etwas zurückgeworfen. Jetzt gerade warten wir noch auf den Angriff von Donny, der hier erstmal ein paar Knights sammelt.
bei Donny in der Wirtschaft sieht es jetzt auch noch, ja, nahrungstechnisch, holztechnisch und steintechnisch ganz gut aus, aber es fehlt hier das Gold. Und das sind zu wenige Goldarbeiter für die Zeit. Mhm. Während wir bei Viper einfach, ja, der ist am Limit. Der spielt hier am Limit. Die Burg von Jordan geht jetzt hier hoch. Das schafft er auch. Aber ja, wie viel bei Jordan? Pop 156, aber immerhin Pop 95, dafür, dass er eigentlich schon mehrmals tot war. Das macht einen guten Spieler aus. Dass du fast das Gefühl hast, dass er eigentlich überall schon was verloren hat, aber nichts passiert und jetzt kommt Kamelreiter. Schwere Kamelreiter. Ja. Ja, und das ist auch ein Fluch für diese Konquistadore. Und wie gesagt, das Problem bei Florentin ist dann wirklich, Viper weiß, was Florentin vorhat. Und Viper weiß das auch eben zu countern. Aber schon die helle Valiere. Ja, Pinkediere. Aber wir reden hier von den gefährlichsten, was passieren kann. Das sind malaiische schwere Kamelreiter und malaiische Chevaliere. Die haben plus 7 Attack und das Defensiv-Upgrade haben sie auch noch drauf. Alles in allem sehr, 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 das tut sehr, sehr weh. Aber natürlich, wenn du erstmal eine kritische Masse Pikeniere erreichst, dann können die auch, wie man hier sieht, ja, können die auch knuspern. Ah. Mhm. Aber wie gesagt, der Druck. Die nächste, was ja, ist das da? Das ist eine Burg. Das ist eine Burg. Und der Druck wird aufrechterhalten und da kommt auch schon Triebwerke. Und wir haben mehrere Burgen jetzt bei Viper. Viper nimmt langsam die Map ein. Mhm. Währenddessen bei Florentin, ja, wird auch versucht, die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Donny sammelt. So, Donny sollte auf jeden Fall, also mit der Geschichte kannst du schon angreifen, lieber O'Sullivan, aber er ist auf dem Weg in die Ritter, in die Imperialzeit. Dann ist es, dann kann man sagen, okay, and I thought we were friends. Ja, also Freunde sind sie anscheinend nicht, der Jordan und der Viper. Nee, sind sie. Sind ja auch im selben Team. Und die haben ja schon. My Scout, man. Das sind die Rachen. Stop my TC. After you whoop my ass. Ja, also Jordan gibt, glaube ich, hier schon mehr oder minder zu, dass Viper mit ihm den Boden aufgewischt hat. Und Florentin verliert hier an ein paar Skirmisher. Deshalb sind Kamelreiter so gut mit dem Chat. Kamelreiter sind sehr gut gegen alles, was reitet. Und ja, wir Konquistatoren reiten. Und Kamelreiter haben auch, warte, schauen wir mal rein. Also eigentlich eine solide Attack Rate, also haben plus 3 defensiv, wenn du alle Upgrades drauf hast und 4 auf Fernkampf. Fernkampf ist aber eine große Schwäche von Kamelreitern. Mhm. Aber trotzdem, wenn sie... Ach, guck mal, jetzt kommt hier der Sling Boost auf Donny. Also Donny, guck mal seine Wirtschaft jetzt an. Er macht einmal Viper so und du kriegst einfach den Arsch vergoldet. Und das passiert gerade bei Donny. Und wenn Donny auch in der Imperialzeit ist, ich glaube, dann ist es spätestens vorbei. Aber Viper hat jetzt, glaube ich, bei beiden schon so viel Schaden hier hinzugefügt. Wo sind die Triebwerke hin? Die ballern hier. Da. Mhm. Ja, das sehen wir hier, das Bühnchen. Klatsch! Okay. Ja, das ist gegen. Schwierig. Das hört sich nackig an. Donny ist in der Imperialzeit, aber ich denke, jetzt kommt das GG. GG! Ja. Halleluja! Halleluja. Währenddessen macht John auch das. You do all the work and then they call it just as I go Imperial. Dankeschön. Okay. Flo, und den gibst du noch bitte auf? Ja. Ich sehe schon. Ja, doch die Malia, genau. Ist einfach nervig. Yeah. Ja, Flo, und den muss noch aufgeben, ne? Flo, und den gibst du auf? Ja, gerne. Okay, dann haben wir es nämlich. Das erste Spiel ist somit vorbei. Mara, was sagst du? Alright, so hold on, let me talk to these guys. Das sieht besser aus für Jordan und Florentin, aber dann hat sich's gedreht, ne? Mit dem einen. Sollen wir die wieder reinholen, die Jungs? Absolut. Kurz? Ja, können wir gerne machen. Dann wir holen euch ganz kurz ins Studio, dann seid ihr zu hören. Genau, dann sprechen wir kurz noch mit den beiden. Und hoffentlich schaffen wir dann noch. Ja, ich denke, wir schaffen noch ein Zurückspiel und dann machen wir das. So, aber zuerst Viper und Donny. Sind die da? Is he there? Ihr müsst ihn. Ach so, wir müssen das machen. Genau, ihr müsst die reinziehen. Alright, In das Beans-Büro oben rein. Beans-Büro oben rein, warte. Halleluja! Was ein okay, Spiel! Okay, so, yeah, Viper, can you unmute? That'd be cool. Yeah, there we go. So, John auch da? Alright, now we just. Wir müssen jetzt den Regler noch hoch machen, Krogi. Achso, ja, okay. RBTV-Regie. So. Yeah, hold on, guys, we just need to find out. How we can get you into the studio. Okay. Now we got him. Yeah. There we go. There you go. Hey, guys. Thank you. GG. GG. Totally. Well played. Oh, my God. Jordan.
What? What was that? You play against him. Yeah, but I did pretty well. you saw that? I didn't think he was tryharding so much. Yeah, dude, he was tryharding. We're like a little baby already in Dark Age. That's the meta. You killed my scout. You're rolling everything. That's Dark meta Age. As well. So and attacking three spots at once is not meta. Dude, it's HD. It's a little bit slower than what we used to, so we have time for more. So, Jordan, Jordan, what was your game plan? So what was your master plan to beat Viper and Donnie? I did not hear anything. Right. What was your game plan? As what was your plan? The game plan? Yeah. Not to die, and it did not work. So don't ask me about my game plan. No, I was actually hoping to go archers into Castle Age with Britain. That's always a nice thing to have, but I died. So that was the story. So. Okay. So I can't say more to that. And Viper, I was struggling to get my sheeps. Oh. You steal me, Viper. No, you stole me. Oh, I did not. Okay, so and Viper, your plan was to attack Florentine first, or to stop the castle from Florentine because Donnie was moving forward with a tower rush. So yeah. and you supported him with some archer lately. So what was that the plan, or did you decide to kill Jordan first and then go on Florentine? Well, don't say anything wrong, Viper. Well, we kind of we discussed a little bit before, and we kind of agreed that Donnie was going to go tower rush to begin with. Mm-hmm. But he apparently switched to plan. And went Franks. So yeah, that's what he's known for. We changed it up a little bit. Okay. But the whole plan was once we knew that he was against Florentine, it was all about slowing down the castle. That was all we needed. And he still got it up. Amazing. Yeah, and we wanted to count on me getting an advantage against Jordan in that case. And I would say, okay. I would say it worked out perfectly. It worked out. I'd like I'd like to actually, point out that Florentine did a great job defending that. I think it's pretty hard, like, to have the best player in the world and this other guy tower rushing you and supporting with archers. And I had a few scouts, and he really did well. I mean, I have to say that was a great game from Florentine. I think. I played like shit. I played the worst game I'd played in a long time. I was so nervous. I fucked up my boar lure. I was all over the place. I didn't build units until like the last 5 minutes. Then I had a lot. But this is all Viper, man. I mean, this guy is amazing. I was just watching. Really. Okay. Florentine, was what about you? Well, I mean, if you didn't do the pressure you did, then his castle would have been up way faster. Yeah, well, I mean, one could say that. Yes, I'm not saying that I don't like hearing that, but... at the end of the day, true. I can do better. I'd like to give it another try. But it was great. I just wanted to say it. I think Florentine played really well. Yeah. I think. Yeah. I mean, I was when I saw the pressure from you, I was really surprised he got the castle up so fast. Yeah. I know you were as well. Like he was like, oh shit, he has a castle up already. Yeah. We're both surprised that he got the castle up so fast. So yeah. Florentine, was war dir los? Wie hast du es? Well, I was kind of lucky with the map that I could wall off pretty easily and had my stone secure. I knew that Viper, you were going for my stone. You wanted to get my stone, but I wouldn't give it to you. I would defend that stone with my life, and I did it. And yeah, it worked kind of well, but it was a lot of trouble, and I wished I could harass Donnie more. Sometimes work, but I couldn't support Jordan and I couldn't support the big fights that decided the game. But now you know how I feel for a fucking year. this is the story of my life. Oh man. Okay. So, what do you guys think? Maybe we could do a little commercial break and then maybe we could do a rematch. Certainly. Yeah. Okay. Right. Sure. Can I get him? Let's do this. Sure. Alright. Also, ein bisschen Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Schön. Yeah, Florentine likes to play them, because he builds these stupid... Auf jeden Fall, früher oder später auf jeden Fall. Ich bin dabei, um Gottes Willen. Sage ich vielen Dank nochmal für die Einladung. Hallo! Gerne, hau rein. Mach's gut. Sendung. Hast geil gespielt. Wir haben natürlich aufgepasst, weil wir alles hier im Blick haben. Leider muss sich Jordan verabschieden. Er muss etwas... User was moved to your channel. User was moved to your channel. Es moven alle erstmal in den Channel. Jordan musste sich leider verabschieden. Er muss leider los. Also etwas früher als... gedacht. Es ist aber natürlich jetzt nicht schlimm. But I think I know the beeping sound you guys had. What? You know what it is?
think it's because when you have a muted microphone, yeah, you talk, yeah, and you get the sound. Yeah. Okay. It's, well, a warning, like you're muted. We got the bad news just there, Viper. Jordan has to leave. Yeah, but it's fine because he said from the start that he had to leave a bit early. So okay. Now it's up to us to find a solution, what we should do. I have a solution, so but I don't know if you guys are ready for it. Marco has a suggestion. All right, go ahead. So we got Viper. We three guys are here too. So, and we are ready for everything. So maybe we should do a 3v1 again. Where's the Viper? 3 versus 1 against Viper. Yeah. What do you think? Viper-san? Viper? Viper? He left. He fled. He fled. Okay. Schlechte Idee. Schlechte Idee. No, I think... he's muted. Yeah, no. Yeah. He's back. I think he's back. If I mute, I only mute on microphones. I can always hear you guys, by the way. Okay. So what do you think? So maybe a 3v1 I didn't hear or... what you suggested. I didn't hear anything. Yeah, okay. He's thinking about doing another 3v1, if you're up for it. 3v1? Mm-hmm. We can do that. My God. Great. Okay, I thought I haven't played today, so... Yeah. So, good. Okay, game is open. All right, we're going right into it, right? Kannst du in TeamSpeak? What would it be? Marco and Florentine against me and Viper, would that be... We could I'm do that. I'm kind of liking this two setup here. We could do that, I mean, but I don't think that's fair. You guys can take T90 as well, 2v3. Oh. Okay, let's do that. Yeah, that's cool. With T90, wow. Okay, yeah. Let's play with T90 versus you. T90 is good as well. He's like 1800-1900 on Wubbly. Yeah, he's pretty good, yeah. Okay. That is amazing, yeah. Okay, let's do this. So T90 is... I have a red face, guys. So für alle unsere Leute, die nicht so gut in Englisch sind, wir machen jetzt Folgendes. Viper wird alleine gegen uns drei und T90 spielen. T90 ist auch ein sehr bekannter... Jetzt gegen 4, aber ergibt das Sinn? Nein. Ja. Was? Wir spielen 2 gegen 3. Ach so. 2 gegen 3, ja. Ah. Viper und ich gegen T90, Marco und Florentin. Okay. Okay, it's still pretty tough, but okay. Ist geil, Alter. Ist geil. Okay. Ja. Geil. Ist geil für dich. Alter, das linkt mich wieder. Das linkt mich wieder. Wir sind einfach ein unschlagbares Team, Alter. Wir sind Viper. Ja, kriegen wir hin. Komm. Okay. Map ist mega random, ne? Okay, mega random. Nein. Okay. Aber dann, Marco, willst du kombinieren oder kein Kommentar? Aber kein Kommentar. Ja, das wird doch, wenn ihr zu dritt redet, wird es doch schon reichen. Ja. Sagst du mir, was ich jetzt ausmachen muss? Ich habe nichts gerafft. Du hast nichts gerafft? Wir machen es jetzt folgendermaßen. Florentin und ich spielen zusammen mit jemandem anders, der jetzt noch uns, der jetzt im Spiel ist, zusammen gegen Donny und Viper. Genau. Danke. Oh, er hat keine Hotkeys. Oh, er hat keine HD-Hotkeys? Oh Mann. Ja, wir müssen jetzt gerade wirklich ein bisschen spontan umdisponieren. Ja, oder lass uns schnell ein 3 gegen 1 machen, damit wir überhaupt noch ein Spiel machen. Ja, T90 ist doch jetzt gerade da. Ja, aber wenn er keine Hotkeys hat und sowas, dann ewig rum. Okay, I think oder ist es jetzt so. Nein, das dauert 2 Minuten. Also Hotkeys einstellen ist so erledigt eigentlich. Okay, aber der kann auch ins TS kommen, T90. Ja, can you come? Okay. TeamSpeak. Ist auch geil, Marco, ne? Der ist ja per Du mit dem. Könnt ihr bitte nicht immer dem Spiel joinen? Komm, ich überbrück das hier mal. Ja, ist alles okay. Ich hab's ja auch offen. Wann sind eigentlich alle da? Donny ist da, Viper ist da. Hallo, liebe Sujik. Sind doch alle da. So, alles gut. Hallo. So. Hallo. Hallo? Genau. Ich wollte es eigentlich nur galant überbrücken und einfach einen kleinen Einblick geben in die Welt. Okay, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir machen es jetzt folgendermaßen. T9 stellt es noch mit seiner Hotkeys ein. Per WhatsApp abends. Viper geht noch kurz auf Toilette. Schreibt er sich SMS. Gute Nachtgrüße. Hier, Kuss-Smiley, auch gerne mal vom Doubt, vom Schlafen gehen. Der Giesel ist, der ist da drin, Leute. Der ist ohne, der Giesel, der kennt sie alle. Der hatte sie alle. Ich habe dich kaum gehört. Ich habe nur diese Bewegung gehört und irgendwas mit Kuss. Ich habe nur gemeint, dass du bist halt per Du mit der Weltelite so. Du kennst sie alle. Finde ich cool. Also wir spielen 6-Spieler-Map Arabien ganz normal, oder wie? Ja, ich würde sagen 6-Spieler-Map. Oder wir machen 4-Spieler-Map. Nur das kann sein, dass dann wirklich die TCs ein bisschen näher zusammenrücken. Nö, das ist okay. Also können wir machen. Findest du okay so? Okay, dann sind wir halt, ja. Wird vielleicht zeitlich auch ein bisschen dingsen, ne? Wenn ja, zeitlich kriegen wir das hin. Verflixte Klicks verschiebt sich um eine Stunde. Das ist aber für Florentin egal, weil er hat mir jetzt gerade gesagt, der geht eh nicht so gern dahin. Also T90s, I can try without hotkeys, schreibt er. What? Wir geben ihm noch ein paar Minuten, okay? Working on it. Er kriegt 3 Minuten. Yeah, just take the basic ones. No. Ja, ich habe ein. Ich wollte mal nur mal sagen, das ist rot.
es kommt schon nah hin. Im Grunde, wie gesagt, sind die Standard-Hotkeys auch keine schlechten. Also man kann auch mit Standard-Hotkeys spielen. Also wir können, pass auf, dann lass uns doch schon mal die Völker nehmen und ja, und das halt so weit vorbereiten, dass wir jetzt gleich nur noch reinklicken und fertig. So. Florentin, mach mal auch dein Team. Du bist im Team. Florentin hat schon die Spanier genommen. Da kann man auch nichts mehr gegen sagen. Ich nehme Birmanen. Die kennt man jetzt schon von Florentin, mir. Wie sieht's, aus eigentlich? Hier mal kurz auf Deutsch. Bist du geknickt vom Spiel? Wie hast du es gesehen? Wie fandst du meinen kleinen Turm da unten? Hat es dir gefallen? Oder? Achso. Sorry, ich habe zugehört. Entschuldigung, nochmal bitte. Wie fandst du meinen Turm da so? Wie fandst du meine Scouts am Anfang? Wie fandst du das so? Ich wollte einfach mal auf Deutsch nochmal von dir hören, wie du das so gesehen hast. Hast du mich denn? Ja. Ich habe schon gesagt, wenn du ein paar Minuten früh gekommen wärst, wäre es hart geworden. So konnte ich noch genug Stein sammeln, ich musste nur ein bisschen was kaufen, um mir die zu können. Aber es war schon intensiv. Ich habe auch ein bisschen Unterstützung von Jordan bekommen. Ja. Also es war unübersichtlich, aber es war wirklich, wäre das eine Minute früher gekommen, wäre es richtig hart geworden. Ging es ein bisschen. Ich muss auch mal sagen, wie war das aus deiner Sicht? Also ich finde, der ist ja so krass, ne? Ich habe wirklich so scheiße gespielt und ständig schickt er mir irgendwie 1000 Nahrung, 1000 Gold. Ah. Immer wenn da eine Kongs kam, war der direkt schon da mit seinen Plänkeln. Also der schaut konstant auf die Karte, ne? Und ist sich konstant immer bewusst, was überall passiert. Finde ich... Ja, ist echt krass, ja. Was soll das denn? Sorry, es tut mir leid, wir müssen es leider noch hinkriegen, dass wir das Spiel überhaupt machen können. Deswegen müssen... Ja, das schaffen wir schon. Alles klar. Dankeschön. Ich glaube auch nicht, dass es zeitlich machbar ist, aber probieren es einfach. Viper sagt schon, das ist egal, ob jetzt T90 die Hotkeys einstellt oder nicht. Ich spiele auch zufällig. Was soll der Geiz? Okay, und jetzt muss T90 noch in, wir sind doch schon. In TS kommen. Ne? Ach, TeamSpeak. TeamSpeak, T90, rocketspeak.de. Auch alle Leute, die auch da draußen, wie gesagt, das Format nicht unterstützen wollen, hat wahrscheinlich Donny schon gesagt. Alle spielen zufällig und nur Florentin hat auch. Ja, alle spielen zufällig, nur Florentin ist hier. Okay, wir ziehen nur ganz kurz. Ich komme auch mal. Oh, ich muss ja auch noch TeamSpeak. Krogi, klappt das jetzt? 1, 2, 3. Sorry, Leute. Florentin. Ja. So, okay. Das mache ich schnell. Ich hätte zwar wirklich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen. Also wir sind mal raus, Marco. Das ist, glaube ich, zu viel durcheinander. Ich gehe mal mit Viper in den Channel und die Regie kann mich jetzt auch runter rausmachen, glaube ich. Okay, cool. Gala F. Noch nicht? Warte. Ich bekomme TeamSpeak. Aktualisieren. In welchen Channel gehen wir denn? Oh, Age of Empires ist gerade abgestürzt bei mir. Nein. Aber das liegt gerade daran, dass ich TeamSpeak kommen muss. Aber das ist nicht schlimm. Ihr müsst gleich nochmal ins Spiel kommen, okay? Rocketspeak.de und okay. Donny Viper, nein, falscher Channel. Machen wir kurz das. Wie gesagt, hallo. Ja, Age of Empires ist abgestürzt. Wir müssen gleich nochmal neu joinen. Ja, ich bin gleich da. Ich gehe nochmal rein, sag einfach Bescheid. Okay. Genau, ich mache jetzt gerade das auf. Okay. Jetzt gucke ich mal schnell noch, ob Dings schon da ist. T90. Lobby. T90, da ist er. Hallo. Warte. Hello. What's up, guys? Hey. Hey, man. It's nice that you jump in so quickly and so spontaneously for Jordan. Thank you. I have to say, well, first of all, nice to meet you guys. Yeah. But can't you change an in-game in the menu? My hotkeys are pretty weak, so I'm trying to get the file and I'm trying to drag it into the proper location, but I also don't want to hold up your show, so I'm okay with sucking in front of... Yeah, I think it's okay, so we should start really quickly because there's no game on the stream and we're just talking and yeah. It would be great if we can start, if we could start quick. That's fine, I just don't expect my actual skill level. No, it's okay, we outnumber them, that's... Yeah, we are way worse than you, so... Alright, well, I'm gonna be pretty bad, but I hope we do well. It's enough for... It's just Viper, so... It's cool. Und wir bleiben in dem Channel?
In dem TS-Chat. Wir können auch runtergehen, wir können auch drin bleiben. Ist doch wurscht, wir können da drin bleiben. Okay. So. Alright, what's the plan? So, we're just missing. You get, T9, can you join the game? That's what I'm working on. It's called Rage of Empires with the Viper and T90. Official. Yeah, it's open. So. Yeah, but I'm hosting, so and he's not there search yet. For Rage of Empires. Marco, Rage of Empires. Cool. You can search for it. Okay, mach ich. Danke. Okay. Oh, Leute, bitte joint doch nicht ständig, ey. So, Donnie, you carried pretty strong. Oh, Donnie's not here, my bad. Donnie carried pretty strong last time. He made Viper look like a scrub. Really? Yeah. Do you think so? Great. Right. I mean, Viper only had to send him 4,000 resources. And the, but it was in the end, so come on. It was not a real sling. So yeah. So who should we focus? Should we focus Viper? Donnie? And yeah, we should focus Viper. And yeah, since I don't have any hotkeys set up, I feel like I should take up the role of aggression if we're close by. Okay. Because I don't know how many hotkeys will actually work for me, so I should probably tower rush or something. Okay, all right, cool. Perfect. So I'm going to need a little bit of time to get my castle up and stuff like that. Yeah, okay, that's fine. Okay, Viper muss auch sein Age neu starten. Aber da ist er schon. Perfekt. So, everyone is here. I go random. You go random too? Are we picking civs then? We could pick civs. I'm picking civs. Definitely. Okay, let's pick civs. Okay, well, if I'm going to be towering, I might as well go Koreans. Yeah, but I think it's pretty obvious that you go for towers when you pick Koreans. This is true. Okay, so Portuguese for Donnie, and Viper is picking something else. Ooh, 14. Each. Indians. All right, let's go, let's do this. Okay. Have fun, good luck, guys. Yeah, good luck, have fun. Okay. Okay, also Freunde, also ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich heute spiele. Können wir jetzt das Ingame überhaupt abgreifen von unseren Rechnern, oder? Okay. So my economy hotkeys actually work, so that's good. Mara kümmert sich natürlich wie immer unvergleichlich um die Community, den Chat, die Interaktionen. Oh, we can see the relics, that's great. Yeah, the player positions are probably here and here. Yeah. Yeah. I'm gonna try and lame them as well, so. Okay. Seeing as I'm gonna be pretty slow later on, I might as well try that. Fine for me. So, just searching for more cheap. I think I'm going for a normal flush. So it's pretty good that Florentine is pocket, so he is always going on Kongs and a fast castle. Yep. So it's awesome for us. Okay, I'm versus Donnie. He's going to hate me for what's about to happen. You're versus Donnie, so I'm versus Viper. Show no mercy. Easy. No, they're very close to your town center. Oh, shit. I thought I might get him. If the deer is very close to your town center, then it makes sense to push them in a couple of times. But, like, your deer right now seems like a waste of time to try and push in. So. Try to lame me, this guy. Aye, aye, aye. Yeah, he fucking killed my sheep. Jesus. Well, if that's the way they want to play. They killed your sheep? Yeah. Tried laming around. Yeah, he tried laming it and then he killed it. Aye. And that's the thanks for getting invited to be on this show. Aye. I bore then. If you go for his bow. Yeah, probably. But he's not really MBL, so. Yeah, he's not really that good at laning. Yeah. Mm-hmm.
Warum trägst du nicht deine Glitzerweste? Ah ja, die Glitzerweste habe ich dabei, aber heute nicht an. Ja, ist auch zu. Vorhin war hier die Klimaanlage an und Mara hat sich beschwert, dass es hier so kalt ist. Es war minus 5 Grad. Es waren nicht minus 5 Grad, es waren 20 Grad. So. Okay, Donny, no sheep, no boar. I like it. Hey, lost 2 sheep and I haven't taken his boar just yet, but if he tries to take it, I'll lame his villager, so. Awesome. I love it. So. I feel like I want to lame his vill and then take the boar. But do what you like. That's awesome. Because this is more laggy than what I'm used to. So I don't want to embarrass myself and lose my scout, you know? I don't know why it's lagging so hard. So Donny is lagging this game. But we should check this for the next time. Did you guys have issues with the Voobly platform, or was it just... Yeah. The last time we got some graphic issues, so I don't know what it was. So, but the next time, maybe we change on Voobly again. All right, well, I'm going for it. Nice. So, good. So does Donnie have a specific strategy he likes to do? Last time he was Franks and he liked scouts. Yeah, he is a lot of the time, most of the time he's going for Tower Rush and or on scouts. So you could definitely... Ah! What? He's here. He's found me. I'm trying to bring his boar back. Okay. Oh, God. Okay. Me, nice Donnie. Cry. A nice scream, sorry, not crying. Okay, I got Viper. Yeah. Okay. Well, this will slow down Donnie, but this has not been a strong start for me because I've been trying to lame. Oh my god. It's okay. This is fine. Come on, man. Okay. He's getting angry. Yeah, good. I can't believe he's doing this. What the fuck? Yeah, this is gonna totally ruin my game. Yeah, so the way you adapt when you lose the boar is pretty much get at least one or two more wheels on the wood and then start farming earlier. Okay. Else you're unlikely to be able to click up the fuel edge at a reasonable time. Yeah. I can't believe this guy. Yeah, I stopped him from taking the boar for now. Will it run back? Oh, I killed his scout. You can see here. I'm trying to, he's gonna take it to the village. Oh, it goes back. Is it gonna go back all the way? Yeah, it will go back all the way. Thank you. No problem. Saving my boar. You deserve that. Yeah, it's gonna come back to the original spot. Cool. I might tower rush him out, actually. Well, not rush anymore, but... Well, he has both his... These are both his stones. So yeah. We can get control over that. He cannot tower rush him. Yeah. So now I just have to wait for my boar to come back. Look at this fucking picture. His villager on the hill waiting. Yeah. Okay, let's try. I hope Marco is not the pocket. He's coming. He's coming here now. He's... Yeah. So where should I tower? Probably just between wood and my berries. Well, you don't have to tower immediately. Okay, so Florentina's pocket, by the way. You don't have to tower immediately. You can play reactive. I can come over and try to scout. Yeah, by the way, I'm not even feudal, so I won't be... Yeah. What am I talking? You're most likely going to just have to react to his towers. If I'm working out keys. Can you signal Viper's base again? Yeah, here's his gold. Here, wood.
Okay. Oh, it's secondary gold. Okay. No, it's here's its main gold. Okay, so it's close by. Yeah. Okay. My first tower was a bit of a waste, but okay. Okay, I'll arrive at front with scout. Okay. You can come towards my tower here. Oh, okay. Nice. Okay, Viper is on scouts too, I think. Ah, he's on berries. Okay, wonderful. Use your scout for me. Oh, yeah? Next scout. The scouts are coming. Oh, my God. The next scout is coming. Yeah. Oh god, no. Oh, he got a pikeman there. Ah! Yeah, go for it. Should be okay here. Good. I killed the villa of Viper Noob. Oh, this is such a pro strat for me. I could come to your base and tower. I have 700. I think it's better that you go try to go to his base at this stage. Okay. But the issue is that Florentine is going to get a free fast castle conquistadors, and I'm going to be slowed down now. Yeah. So I don't know if I'll be able to do anything with that. Yeah, I'm just gonna go forward now. Yeah, this is looking bad on my side. Shit. Yeah, well, they're all focusing on you, bastards. Yeah. Yeah, fuck. Good decision from him to do this, though. Yeah. Pretty good, yeah. I'm surprised. He's angry, man. He's been waiting to do something after I took his scout. Yeah. He's really angry, I think. I scout his boar. So it's good game, but it's so far. Okay, klickt ab. Flo, bist du Ritterzeit? Oder kommst du jetzt? Ritterzeit? Ja, gerade hochgeklickt. Sehr geil. Alright, Viper has his other stone. I can't really progress much further here. Ja, yeah, okay. 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 So I'll just collect some of his golds. Ja. Yeah. I'm going for his wood and his stone. Okay, looking pretty good for us. Yeah. Donnie's taking some big losses here, so this is good. Nice.
Stop. So do you want me to go for some knights as well to attack? Yeah. Let's see. He is he's Indian, a, so yeah, he's no. Don't do it. Just go on. I think Conks. I might need some support because I expect he'll hit me. Yeah. So I will go for Donny. Can you ping a Donny? Oh God, his points. Oh God. So Viper's on stone here. His golds must be. He has another one forward. He's got to have a third somewhere. So we gotta look for that. Okay, he's on scouts. Ah, dang it. I killed it. Well, I'll go into a castle and just go war wagons then. Okay. But I still haven't clicked up yet, so I'm gonna. I'm not up either. Safe here. Okay. So, but I think we are fine. Oh my god, we are not fine. Scouts from Viper here. Viper scouts. He has a weak one on the bottom side of that army. You could turn around and hit that. Well, maybe not. Not yet. No. Oh. That's a bit annoying, but I think Viper might have a gold there. I would look there. Okay, I look there. Because he should have his main, which we have a tower on, and then the secondary, which is forward. There should be a third somewhere. Ah, dang it. Stop. I'm not sure exactly where that would be. Okay. Yeah, the issue is where though. Like, I'm not being attacked right now, and the archers can't do anything against the towers. Yeah. Okay. I'm just gonna try and make ramps and try to clean the towers. Okay. Sounds good. You could move around and try to like sneak behind T90's base. Yeah, that's what I'm thinking about. I just want to wait for a few more archers to come out. Or should I just go? I think you should just go. He shouldn't have much army. All right. Still no signs of the conks, though. That worries me. All right. Could it be that he's just booming? Yeah, probably. Yeah. I think that's good for us if he's doing that. Conquistador would have been the end of us right now. My towers. Yeah. I'm going to castle there, so I'm going to make sure he never gets that gold back. Oh, he's going for battering rams. And so and he's going he's going for battering rams. Even and just your scouts would be wonderful here. And camels. My scouts are nearly dead. Here's their camels coming. Just attack the battering ram. Okay. If you could. Yeah. I just need enough time. Okay. To get that castle. Yeah, but it's tough. Well, we got Donnie's archers here as well, by the way. Yeah, okay. But that's not a huge concern. I can build towers, so that is on me. Okay. Okay, here's castle 2. I'm castle 2. And yeah. Okay. Okay.
Oh no. Just nothing. kill the camels. Okay, let's do this. Oh shit. Not a good game. Yeah, it's a bit messy on my ends. But the castle should go up. Your castle or his castle? Well, I'm building a castle next to these camels. I think okay. I should get it up. Okay, nice. I don't have many bills left, but... That's enough. Oh, there he's trying to build another TC. Nice. All right, go to this gold there. Yeah, he's trying to build a TC there. Yeah. But I'm denying it. Come back. I have no idea what I'm doing. Well, I think we are done for. Yeah? You want to call it? Yeah, I think so. All right. I don't think we have any chance. Hey, you do the honors. Sure. Woo! Well played. Well, pretty well done. Thank you, Tenati. Yeah, pretty well done. Still yeah, my yeah. Boar, thank you for playing with me. Sheep. That was a well-coordinated effort the only way there. They can win. Yeah. So, okay, let's put Donnie User and Viper. User was yeah. Yeah. To your pretty channel. Good job, T90, stealing my fucking boar, killing my sheep, laming me to the get-go. Wow. Donnie, I don't have hotkeys, man. It was a misclick. I'm sorry. Misclick the board twice? Three times? Yeah. Yeah, I couldn't. For some reason, the boar kept chasing me. I couldn't figure out why. It was weird. Awesome, guys. Yeah. So, pretty damn good. So killing Viper is the it's the best decision we made, I think. Well, you're cheating. You're picking How Koreans. Can you guys feel good about this? I mean, have you no honor at all? That was just like, that was terrible. We're playing 2v3 and why was terrible? Just game plan. That's embarrassing. I have embarrassing. A Viper. So it's Viper there. Yeah, I love them when I have them. Ah. Yeah, so, there we exactly. So Viper's here. Hello. Yeah, but hello. We have one question, me and Arjen. Yeah. We were wondering because T90, besides the laming, which was like totally unacceptable, if you ask me. You were obviously like we have this theory that you wanted to make it look that you were tower rushing me, and then you want to go to Viper. Is that true? Because I went on stone, I reacted to that, and then. He wasn't really prepared, so was that a plan that you wanted like to trick us to think that I was getting tower rushed? Well, initially that was my plan, but after I was able to delay your eco in the Dark Age, I was pretty sure that you were gonna have a tough time, so I decided to go to Viper. Okay. Good. You're lucky all my golds were in the same spot, man. Yeah. Yeah, I got lucky there. I realized that. I couldn't make anything. Oh. Yeah. Oh. Dang it. Well, that was fun. That was really fun. So we could yeah, it was a lot of fun. Do it again. So maybe, I think, Viper, what do you think? Is it possible for you guys, you and Donnie, to win the next time? Or shouldn't we do it again? I think it's possible. If the only issue is that, I mean, Koreans, any noob can tower rush with Koreans. So it's like they're so overpowered at the moment with the towers. And yeah. But, I mean, what if T90 got pocket and suddenly you guys would have been in trouble because the tower rush would have been so much, much less efficient. I don't think so. What was Florentine doing, by the way? Yeah, the thing, like, I was building time. Conquistadors, so I was minding my own business. There was one funny moment when
I went into T90's base with my last effort to do anything with a few archers, and then for one slight second I saw like three or four conquistadors in under his TC, and then they were all gone. Yeah, he ran right by. Yeah, the ghost conquistadors. I saw them though. I saw them. Okay, so we have 19 minutes left. So maybe I don't think we could handle another game. So I think it would took too long. Or 28 minute in game? I think. Yeah, no, let's not push it. Push our luck. Yeah, sure. You're right. Stick to the schedule. Yeah. So I would say thank you very, very much, The Viper. Yes. For once again, participating in our little show. T90 also. Great to have you on the show, even though you are always going to be the biggest lamer in my book from now on. And that will not go away, my friend. Yeah. All right. Well, I'll keep that in mind. I want a one-on-one rematch against T90 anytime soon. What? Be careful what you wish for, Donnie. Be careful what you wish for. Yeah. Maybe I'll lose my hotkeys too. And then. Yeah, do that's true. Hotkeys? Maybe. Donnie, yeah, I'll coach only you. I only had Dark Age hotkeys. I only had my TC, my Vilcreate, but. When it came to all my go-to military buildings, like go-to barracks and stable and archery range, none of that would have worked. Well, you need them for Koreans anyway. Yeah, you didn't build any. Yeah, that's why I chose Koreans, because I had a tower hotkey and that's all I needed. Donnie, I'm going to coach you for a week. So you can Okay, that would be good. Yeah. Maybe he could win a one-on-one versus me first. Looking forward to it, man. Yeah. You just need to set a time and date, man. And no Koreans allowed. We're gonna play like proper man. We're gonna do random sieves. We're gonna play like real man, my friend. Real man. Right. Ain't no stealing in my town. Ain't no boy stealing going on around in my town. Wow. Okay. Thank you, guys. Thanks, guys. Thanks, no problem. Yeah, thanks for having you're us. Welcome. Have a great weekend. See you too. Yeah, you too. See you guys. See you. Bye. 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 So. User disconnected from your channel. User disconnected. So, ich habe 17 Minuten noch Jetzt hast du nochmal Zeit, alles zu übersetzen, was gerade gesagt. Ich kann alles übersetzen. Die bedanken sich sehr bei mir, dass ich das jetzt so toll gemacht habe. Freunde, ich bin fix und alle, ne? Du bist fix und alle. Ja, du siehst da wirklich fix und alle aus. Mal das, hier, ich muss dazu sagen, hier ist gefühlt 30 Grad im Studio. Ja, hier auch, weil Mara gesagt hat, die Klimaanlage soll aus, weil Mara friert. Ey, Mara, habe ich vorhin gesehen. Ich dachte, ich sehe nicht recht hier auf dem Monitor. Hier ist fucking 30 Grad überall und da oben ist die Klimaanlage an. Vielleicht, ja, es war ein bisschen kühl. Und dann läuft ihr da mit so einer Decke und so einem Poncho rum. Wir haben ja schon vorhin zu Donny gesagt, ich wollte dir noch einen Heizstrahler hinstellen, dass sie hier nicht friert. Jetzt ist sie mega glücklich und wir schwitzen uns hier den Damm ab. Ey. Ja. Gut, aber es war eine krasse Erfahrung. Also ich meine, jetzt noch ein Spiel anfangen lohnt sich ja eh nicht. Also vielleicht können wir noch mal darüber reden. Dazu kommt man ja auch nicht so oft. Ich war so aufgeregt. Ne? Ich bin ja wirklich ein kleiner Fanboy. Ne? Also ich bin ja wirklich, habe ich jetzt schon oft genug gesagt, ich schaue das ja wirklich total gerne. Mittlerweile fast sogar noch lieber als Fußball. Einfach so die Streams von Viper oder halt so Profi-Games. Mich fasziniert das halt einfach, wie der spielt und dass er trotzdem so nett dabei ist. Und mit ihm zusammenzuspielen, der ist auch echt cool. Das war genau, wie ich es erwartet habe. So, ich habe zwar verkackt, aber der hat immer, weißt du, so encouraging gewesen, gesagt, ey, mach dir keine Sorgen, mach das und das. Und auch genau angesagt, was man so wie machen soll. Ist schon faszinierend. Also es war ein krasses Erlebnis für mich, wirklich auch mal mit so jemandem zu spielen und zu merken, wie schnell der eigentlich, also man merkt erst richtig, wie schnell der ist, wenn man irgendwie mit ihm im Team spielt. Macht das irgendwie Sinn? Ich weiß auch nicht, weil man den Vergleich noch krasser hat, so die ganze Zeit. Vor allem mit den Portugiesen. Ich weiß, was ich meine. Auf jeden Fall, er ist krass. Ich fand's geil. Ja, es ist auf jeden Fall. Vor allem, man kann ja genau von solchen Erfahrungen mega profitieren. Also man lernt nichts, wenn man zum Beispiel immer nur schwächere Spieler gegen schwächere Spieler spielt oder mit Schwächeren zusammen. Man lernt ja erst dann, wenn man mit den richtig Guten zusammenspielt. Ich finde, das Angebot, was Viper dir gemacht hat, solltest du annehmen. Das ist, glaube ich, mega, mega, mega geil. Also, da zahlen andere Leute einiges an Geld. Ja, absolut. Zu machen. Absolut. Also das Laming, ne? Also man muss es ja sportlich sehen und so. Ich finde es ja auch ein bisschen witzig. Aber es war schon echt ordentlich lame. Ja, aber das gehört zum Spiel dazu. Auch wenn Florentin und du dagegen sind, ich hätte dich auch gelamed. Wenn ich deine Schafe sehe, nehme ich die. Ich habe vorhin bei Florentin die Möglichkeit gehabt, Schafe zu lähmen. Und Florentin, ich bin ein echter Sir, ich bin ein Gentleman. Das respektiere ich auch, ich finde auch, das macht man nicht. Und ich finde, da muss ich auch meinen Teamkollegen trotz des Siegs schelten. Aber gut. Donny, ich möchte noch eins sagen, das Ding ist als... Oh, das ist ein schönes Bild. Das ist ja ein schönes Bild. Geil. Als T90 gesagt hat, fuck, der Bohr von Donny läuft mir wieder weg, habe ich gesagt, ey, ping mir den, dann lähme ich den jetzt. Ja, und weißt du, was passiert ist?
Ja, aber der Viper hat mir ja sogar geholfen. Der ist dann gekommen. Gesehen. Das finde ich auch so krass. Der hat die ganze Zeit, also der sieht, pass auf, der sieht mehr von meiner Map als ich. Während er selber spielt. Der hat immer so, pass auf, hier auf, da kannst du wallen, dein Ball wird gerade gestohlen und ich kümmere mich darum, kein Problem. Dann geht er da hin und hat das dann so geholfen. Dann ist er auch zurückgekommen, hat er sein, es ist echt. Das also das nächste Mal, was wir auf jeden Fall uns jetzt mitnehmen können, heute war es natürlich, das war ein bisschen, wie gesagt, spontaner, wie gesagt, habe halt mit Jordan geschrieben, ob er dann wirklich Zeit hat, weil er, wie gesagt, hat, der Junge hat ja auch Familie und Co. Und musste leider Gottes relativ früh spontan los. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, kann man doch besser organisieren, ist dann aber so. Aber wir haben, ich fand's cool, dass T9, die ja spontan jetzt einfach eingesprungen ist, um mit uns zusammen zu spielen, finde ich schon sehr, sehr, sehr geil. Und ich glaube, wir wiederholen das in ähnlicher Form auf jeden Fall in Zukunft. Ja, macht ja auch Spaß, darum soll es ja gehen. Sag mal, Flo, wie war das eigentlich? Hat der Jordan dir so Ansagen gemacht und so? Oder wie war das für dich, die Erfahrung? Oder ja, schon so ein bisschen. Wir hatten so einen groben Plan und der ging dann eigentlich auch ganz alles, gut auf. Also, das ist das, ich glaube, Flo, die muss lauter sein. Sorry, jetzt muss ich jetzt einmal, das ist wirklich sehr leise, Flo. Vielleicht mal den noch ein bisschen lauter drin. Ja? Es ging ganz gut, aber es zeichnete sich anscheinend schon relativ früh ab, dass er in großer Bedrängnis ist. Und ich konnte ihm dann leider nicht groß helfen, irgendwie. Ich war ja selber. Also ich habe dann leider die falsche Entscheidung getroffen, dann dich zu harassen. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, Viper zu harassen, um Jordan wieder ein bisschen Entlastung zu kriegen. Ja. Aber ich habe mich dafür entschieden, dich zu harassen und habe dann da auch ein bisschen Schaden gemacht, wahrscheinlich nicht so mega viel. Aber es wäre wahrscheinlich besser gewesen, ihn zu entlasten. Und so war er völlig alleine gegenüber Viper und. Hat dann da verloren. Genau. Von daher war das, glaube ich, schon ein Fehler und das wollte ich jetzt eigentlich auch anders machen. Aber jetzt war es für mich leider so, dass ich mehr oder weniger irgendwie alleine in einem Singleplayer-Spiel das aufgebaut habe und als dann meine Kongs kam, war das Spiel vorbei. Ja. Aber gut, hey, ich war Plan B und das ist auch okay. Richtig, und wir erfahren, das Ding ist halt, Viper hat jetzt nicht unbedingt nur GG gesagt, weil wir so viel Druck gemacht haben. Ich glaube, T9, die hätte jetzt noch abwehren können, aber das war eine Mischung aus, ich habe noch Knights immer reingepumpt und du warst mit den Kongs ja auch schon da. Ja. Also das ist spätestens GG. Kann ich dir jetzt schon aus unserer Sicht ja sagen? Also Viper hat von vornherein gesagt, es ist eigentlich schon vorbei, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn die Kongs auftauchen, dann ist es eigentlich auch gegessen, weil er nichts bauen kann, keine Gold-Units hatte und diese Burg war halt wichtig. Aber bis dahin haben wir halt dann weitergespielt, irgendwann, wenn sie nicht auftauchen, tauchen sie nicht auf. Aber der hat immer wieder gesagt, ja, also sobald halt jetzt die Florentinen, was macht er eigentlich, sobald die kommen? Das war das Übliche, aber wie gesagt, solange das Übliche funktioniert, ich glaube wirklich, das kann, wie gesagt, ich kann mir immer wieder, ich freue mich wirklich mega, dass wir solche Gesichter der Szene so immer bei uns jetzt auch haben und auch Teil der Szene sind. Und das ist halt auch wirklich nur möglich, auch wenn es jetzt wieder nach Schleimen klingt, aber durch die Community möglich. Ich glaube, die nehmen uns nicht ganz ernst. Ich glaube, die nehmen uns ernst. Ich glaube, die nehmen uns ernst, weil wir natürlich hier tausende Leute in der Community haben, die halt, wenn sie uns nicht ernst nehmen würden, dorthin marschieren. Ja, aber es wäre schon geiler, bekannt zu sein dafür, dass man halt geil spielt. Wäre schon geiler. Also, und nicht so, trainier mit Viper, dann spielst du ein One-on-One gegen mich. Wenn du gegen mich gewinnst, dann hast du schon mal den Weg zu T90 offen. Und wenn du gegen T90 dann gewinnst, T90 ist doch nicht besser als du. T90 ist besser als ich. Okay, also eine Frage. Marco, wenn ich dich schlage, in 2018. In 2018 noch? In 2018. Wenn ich es schaffe, dich zu schlagen, ganz normal, random, Sylphs, Arabien, krieg ich dann von dir die Weste? Eine kleine Fanta mit Eis? Uiuiui, Marc, überlegst du. Also, du lehnst dich jetzt aber ganz schön weit aus dem Fenster. Bevor du antwortest, das ist eine. Kannst du das machen? Kannst du das erbringen? Okay, okay. Okay, okay, okay. Wow. It is on, sag ich mal. Wow. 2018, Juli. Ich muss nach Bonn, da kann ich nicht. Ach, nach Bonn, ja, schade. Nee, aber lass uns das wirklich machen, dass wir auch mit ab und Mara zu eins gegen eins spielen. Mara mal wieder mitspielt. Guck mal, Mara sitzt jetzt gerade hier. Voll wild, Mara! Spricht hier mit dem Chat und ja. Mara, erzähl doch mal, was geht in Bonn? Ich hab kein Mikrofon. Er hat kein Mikro, okay. Ich erzähle auch nicht mehr von Bonn. Ja. Geh du weg mit der Was denn? Nee, okay, es war, glaube ich, eine schöne Sendung. Ich glaube, auch wenn wir jetzt, wir könnten noch 10 Minuten uns über das Spiel unterhalten oder wie toll die Community ist und dass ihr auf jeden Fall immer einen Daumen hoch da lassen sollt und vor allem uns schreiben sollt, worauf ihr noch Bock habt. Wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit, Viper und Neely und T90 und Jordan und vielleicht auch Doubt irgendwann hier dazu zu holen, vielleicht sogar mal irgendwann ins Studio. Aber schreibt doch mal, worauf ihr Bock habt, was wir noch demnächst machen sollen, vielleicht auch mal ein Szenario spielen. Florentin hat mal vorgeschlagen, dass wir Forest Nothings spielen. Ich bin noch nicht so ein großer Fan davon. Und ansonsten, Marco, kannst du ja heute mal vielleicht dich direkt an Upload setzen, damit er nicht erst in 2 Wochen kommt. Ja.
So, wow, ne? Florentin. Da gehen wir nämlich heute mal nicht saufen, Herr Giesel. Nee, Florentin, vielleicht machen wir es so, wir machen jetzt noch 15 Minuten, dass du... Und posten Insta-Stories um 4.30 Uhr nachts in der Bar, sondern machen den Upload, ne? Zwei Tage lang hing ich davor, refresh, zwei Tage lang. Da hast du vielleicht verflixte Klicks geguckt, was du viel lieber hast als Rage of Empires. Im Gelitten. Der Schnitt war super. Wow, nein. Da war jemand sehr auf Zack. Dann machen wir es doch einfach so, wenn die liebe Regie nichts dagegen hat, dass wir heute mal ein bisschen früher, auch wenn natürlich die Zeit bei Rage of Empires mal sehr knapp ist. Was? Nix? Machen. Oder geht rüber hier hin. Okay, ich hab nichts zum Füllen. Ja gut, dann machen wir, pass auf, dann machen wir noch was. Mara gegen mich, one-on-one, das schaffe ich. Sehr gut. Dein Ernst? Na, in der Zeit theoretisch möglich. Theoretisch möglich. Aber nein. Ja. Du kannst ja ein paar Tipps geben. Ist dir irgendwas aufgefallen bei Donny und mir, wo du sagst, ja. Ich meine, du bist ja, klar, mittlerweile hast du deinen Mentorenstatus ein bisschen eingebüßt dadurch, dass du so oft irgendwie. Bist du nicht der verlierst. Typ gewesen, der in der Werbung zu mir kam und gefragt hat, was man besser machen kann? Auf jeden Fall. Ja. Aber na gut, natürlich, die Romantik ist irgendwann mal dahin, wenn man mal GG geschrieben hat, Marco, das weiß jeder. Aber hast du ein paar Tipps? Wir versuchen ja immer noch von dir zu lernen. Was hast du gesehen? Also bin ich doch noch ein Mentor. Ja, klar. Auch man vergisst es manchmal, aber du bist es noch. Vorhin kann ich die Zwischenfrage stellen. Gerne. Hast du vielleicht einen Musiktipp für Marco irgendwie, was er vielleicht hören könnte in nächster Zeit? Ey, was ich mir überlegt habe, was sagst du eigentlich zu Gigi D'Agostino? Den Witz hat Donny vorhin gebracht, hat dann aber gesagt, dass er von dir kommt. Ey, ich finde den gut. Ja. Sag mal, Marco, was zu wem passt Gigi D'Agostino ja wohl besser von allen Rocket Beans Mitarbeitern als zu Marco Giesel? Ja. Back, back, dang, booty, back, da, boom, dang, dang. Ich sehe den, das sehe ich einfach. Sind wir hier bei verflixte Klicks? Das ist hier eine seriöse Sendung. Back, back, bang, booty, back, da, bang, bang, da, bang, booty, back, da wird die Regie, denn ist auch zu warm. So, Marco, jetzt komm mal raus. Ja, jetzt will ich mal Tipps geben. Hast du ein paar gute Tipps für uns? Ja, zum Beispiel, dass du nicht immer dieselbe Scheiße spielst. Vielleicht ist sie irgendwann haben die Leute es kapiert, dass du immer dasselbe baust. Ich weiß, das Problem ist, der Conquistador ist für mich die perfekte Einheit, weil er ist sicher. In der Hinsicht, dass man, auch wenn man falsche Entscheidungen trifft, man kommt trotzdem noch gut raus. Deswegen mag ich zum Beispiel Infanterie nicht. Infanterie ist langsam. Wenn du die mal in der falschen Stelle manövriert hast, ist alles weg. Deswegen, ich mag Kavallerie, weil selbst wenn du mal irgendwie, oh, ich bin an der falschen Flanke, du bist immer schneller als der Gegner, du bist weg. Infanterie ist langsamer als der Gegner und kann nicht weg. Und wie gesagt, du hast Fernkampf und schnell. Und das ist irgendwie perfekt, weil du musst dich nicht so krass committen. Du Kongs guckst sind, mal, Kongs oh fuck, er hat zwei Mönche, weg. Ja. Oh fuck, er hat das, weg. Aber Kongs sind auf jeden Fall eine super starke Einheit, das kann jeder bestätigen. Genauso wie Mangudai eine super starke Einheit sind, Arambai eine super starke Einheit sind. Aber das große Problem an Konquistatoren ist natürlich, das habe ich dir auch schon mal gesagt, wenn du in die Ritterzeit kommst, musst du erst eine Burg bauen, dann hast du ein Produktionsgebäude und musst aus einem Produktionsgebäude rausproduzieren. Ja, aber wenn ja ein anderer Typ, normaler Fast-Castle-Spieler, der vielleicht Rush zu Fast-Castle spielt, Ställe baut und hat zwei, drei Ställe da stehen, dann pumpt aus zwei, drei Produktionsgebäuden super viele Einheiten raus und du hast eins noch nicht mal stehen. Ja, ja. Und das ist halt es ist halt so dieses klassische Ding, irgendwie, wenn man also an einen gewissen Punkt kommt, dann läuft's, aber um dahin zu kommen, ist hart. Aber deswegen habe ich jetzt auch fest in meine Build-Order den Wall mit eingebaut. Ja. Dass ich den immer safe baue. Und es klappt auch eigentlich ganz gut, den zu haben. Ich meine, es kommt bis auf die Map an. Das ist ja natürlich blöd, weil das hasse ich, wenn es so an so Zufallselementen liegt. Dass wenn du eine schlechte Map hast, kriegst du es halt auch nicht hin. Aber an sich funktioniert schon. Das Ding ist halt gut. Bei dem ersten Spiel gegen Jordan, und wie gesagt, da könnten wir, da kann man dann später noch mal reinsehen, wirst du merken, wir haben halt öfter auch mal den Fog of War dann ausgemacht, also die Hauptteil haben wir ohne Fog of War kommentiert. Da wirst du sehen, dass du, wenn du gut scoutest, vielleicht deinen Wall perfekter setzen kannst, mit nur wenigen Schritten mehr. Und du hast halt wirklich so einen riesigen, langen Wall gehabt, der super empfindlich sein kann. Stell dir mal vor, da gehen ein paar Archer ran. Die sind drin. Da, und die kannst vor allem du nicht verhindern. Die Wall nie mit Gebäuden, finde ich. Ist mir auch schon aufgefallen. Also, du könntest, wenn man die. Ja, ich versuche es immer, wenn es geht. Aber oft ist es halt auch so groß, dass es nicht geht. Aber ich versuche immer zu gucken, bei jedem Haus, das ich baue, ich kann nicht in die Wall bauen. Aber oft sage ich, nee. Ja, ist natürlich, wie gesagt, ist aber ich versuche dran zu denken. Aber wirklich, du kannst jetzt nicht sagen, du baust alle Gebäude jetzt so schon hin, dass es ein Wall ist. Das klappt manchmal, aber oft ist es halt einfach nicht möglich. Ja. Mara dreht auch schon durch. Ja. So. Genau, aber wie gesagt, grundsätzlich das Beste, was du machen könntest, ist auch mal mit öfter, also du hast jetzt in den letzten Folgen ja auch immer mal wieder andere Völker gespielt. Ja. Und das finde ich halt cool. Aber dann auch dir anzugewöhnen, was ist denn, wenn ich keine Kongs bauen kann? Wenn zum Beispiel sowas passiert, als wir gegen Viper gespielt haben und dein Stein weg ist. Und du hast ja gemerkt, wie
krass dir das wehtut, wenn du nicht an deinen Stein kommst. Da brauchst du halt einen Plan B. Ich finde es nur so krass, ist es bei Age of Empires so, dass man irgendwie krass viele Build-Orders im Kopf haben muss? Weil ich habe so lange gebraucht, bis ich diese Fast Castle einigermaßen hinbekomme. Mit 100 Mal neues Spiel, oh, Bohr nicht gefunden, neues Spiel, 100 Mal. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste es für jede Build-Order so machen. Nein, das Ding ist, Ich bin einfach generell nicht so flexibel. Der Grundaufbau, wie Donny gerade sagt, der Grundaufbau ist immer gleich. Bis zur Feudalzeit ist es gleich, dann passt du dir eine Strategie an. Dann kannst du halt ein Fast-Castle-Bild spielen, der ist auch immer gleich. Und dann, ich mache ja auch nichts anderes. Guck mal, ich bin zum Beispiel überrascht, dass du oben auf die Population-Zahl guckst und sagst, oh, 16, jetzt hole ich den nächsten Bohr. Das mache ich nicht. Ich mache nur noch so, pup, 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 pup. Und irgendwann ist es nur noch Dorfbewohner bauen. Ja, okay, pup, 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 ein bisschen Lightseeing. Aber das stimmt doch zum Beispiel nicht. Ist es noch nicht, wenn Jazz. Das stimmt doch nicht. Wenn du zum Beispiel früh Feudalzeit, dann kannst du doch zum Beispiel nicht auf Gold gehen schon früh. Da musst du mehr auf Nahrung und weniger auf Gold. Nein, das Ding ist halt, du hast immer im Hinterkopf, dass du schnell in die Ritterzeit möchtest. Nein, aber auch, also es stimmt ja nicht, dass man, also Fast Castle und zum Beispiel Arthur Rush sind ja komplett andere Bilder. Ja, natürlich. Aber das Ding ist halt, das stimmt ja nicht, dass du sagst, oh, bis Feudal ist immer gleich. Nein, natürlich, bis Feudal ist es immer gleich. Das Ding ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will definitiv ein Fast Castle spielen, dann ist der immer gleich im Grunde genommen. Da ist halt Pop 27, Pop 28, gehst du hoch, bumm, baust dann dein Produktionsgebäude, bumm, und dann gehst du hoch. Dann aber, wenn du normal Feudalzeit-Rush spielst oder Flush spielst, dann gehst du halt Pop 21 bis Pop 25 hoch und gehst dann Feudalzeit und greifst dann dort an und nutzt deine Ressourcen dann dafür. Ja, aber es ist eine andere Build-Order. Also, ja, es ist ein grundlegend, natürlich, aber das ist halt von dem Grundverständnis ist es halt sehr, sehr ähnlich. Deine Dorfbewohner, die du mehr baust in der Feudalzeit, um zu rushen, gehen auf Gold. Das ist alles. Ja, also ich tue mir tatsächlich recht schwer. Ich fühle mich gut, wenn ich eine Build-Order habe, die ich 100 Mal trainieren kann und die ich dann habe. Und dann fällt es mir schwer, auf eine andere Build-Order rumzugehen. Aber vielleicht versuche ich auch nicht so. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Floaty, nächste Woche One-on-One will ich auf jeden Fall wieder gegen dich spielen. Machen wir auf jeden Fall. Und jetzt kommt verfixte Klicks. Floaty, wenn wir dich schon in der Sendung haben, wie siehst du die heutige Sendung von Fixe Klicks? Oh ja. Ich freue mich drauf. Es lief gut heute. Ich habe schon einige Erfolgserlebnisse gehabt heute, deswegen versuche ich diesen Spirit weiterzutragen und Lars Paulsen zu schlagen, wie er es verdient. Das wollte ich generell tatsächlich mal kurz fragen. Kannst du mittlerweile ein Gefühl sagen, wie es ist, wenn jetzt die anderen beiden mal ganz kurz die Klappe halten, dann kann ich mir auch reden, ja? Florentin, jetzt habe ich mich echt mal gefragt. Kannst du mittlerweile so nach einem Jahr Rage of Empires sagen, dass wenn du mit einem Sieg hier rausgehst, es besser läuft auf Fixe Klicks oder eher nicht? Ist es. Nee, das ist nicht. Das Einzige ist Animal Squad. Wenn Animal Squad läuft, verliere ich. Obwohl, letztes Mal habe ich auch gewonnen. Von daher, ich glaube, langsam breche ich alle Fluchstrukturen. Es läuft. Geil. So, Freunde, das war's von uns. Uns ist tierisch warm. Ich glaube, ihr habt dafür Verständnis. Ich will jetzt mal Feierabend machen. Ich muss hier raus zum Studio. Es ist einfach 35 Grad. Und Markus setzt sich direkt in den Upload, damit das Ding heute noch hochgeht. Wir geben unser Bestes, gerade das System zu optimieren. Es gibt immer mal wieder kleine Probleme. Und ich hoffe aber, dass es so schnell wie möglich da ist, ja. Cool. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung für die kleinen technischen Probleme, die wir trotzdem noch hatten. Ja. Ansonsten viel Spaß. Jetzt kommt verflixte Klicks. Bleibt auf jeden Fall dran. Game 2 kommt heute noch und heute 20.30 Uhr Filmfights. Seid ihr auf jeden Fall gefragt, live. Und bis dahin macht's gut. Schönen Abend. Vielen Dank an Mara auch, die da war. Und vielen Dank an Marco und Donny natürlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye-bye. Ciao.